Liebe Rosa Luxemburg, Interessierte, lieber Professor Pieper, namens des Rosa Luxemburg Club Kirchheim begrüße ich Sie, begrüße ich Sie alle und insbesondere Sie, Herr Professor Pieper, zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Rosa Luxemburg, Streiterin für die Utopie einer gerechten Gesellschaft. Mein Name ist Hans Dörr. Ich vertrete im Quartett der Träger dieser Veranstaltung die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Heinrich Brinker, der mit mir die Plenumsrunde moderieren wird, vertritt die Regionalgruppe Attac Kirchheim und die Fraktion Die Linke im Kirchheimer Gemeinderat. Der Hauptträger der Veranstaltung, der Rosa-Luxemburg-Club Kirchheim, wird von Hermann Steinbrenner vertreten. Bevor ich Sie, Herr Professor Pieper, kurz vorstellen und den Ablauf skizziere, will ich kurz über die Entstehungsgeschichte der heutigen Veranstaltung berichten. Der Hermann Steinbrenner, Heinrich Brinker, hatten im Herbst 2021 die Idee, auch in Kirchheim einen Rosa-Luxemburg-Club zu gründen. Zusammen mit einigen Mitstreitern, zu denen ich auch gehöre, haben wir diesen Plan dann zum Jahresbeginn 2022 umgesetzt. Wir haben mittlerweile schon eine sehr interessante Veranstaltung mit Professor Josef Vogel angeboten und dachten uns, dass wir im Gründungsjahr in Kirchheim, also es gibt einen sehr guten Zeitungsartikel, dass wir doch erst einmal breiter bekannt machen sollten, wer Rosa Luxemburg überhaupt war, was sie gedacht hat, wie sie gelebt hat, was sie bewirkt hat und weshalb sie nicht nur eine Ikone der linken Bewegung weltweit war und ist, sondern auch für unsere politische Praxis heute noch etwas zu sagen hat. In dem Zusammenhang sind wir dann auf Sie, Herr Professor Pieper, und Ihre höchst interessante, aktuelle, aber sehr umfangreiche Biografie gestoßen, Rosa Luxemburg, ein Leben. Wir haben Sie angefragt und Sie haben erfreulicherweise sofort zugesagt. So, wir sind jetzt gespannt, wie Sie es in etwa 40 bis 50 Minuten schaffen, uns das Leben, Denken und Wirken von Rosa Luxemburg nahezubringen und diese faszinierende Rednerin, Denkerin und Frau lebendig werden zu lassen. Im Buch, habe ich vorher schon im Vorgespräch gesagt, hatten Sie dafür fast 700 Seiten und dazu kommen nochmal 140 Seiten Anhang. An dieser Stelle ein nicht von Ihnen inspirierter, sondern völlig persönlich motivierter Werbeblock. Am Ende der Einleitung erwähnen Sie in Ihrer Danksagung Momente, in denen Sie angesichts der unerschöpflichen Fülle des Materials zu verzagen drohten. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich mittlerweile ins letzte Drittel der Biografie vorgearbeitet und ich kann die Materialfülle, von der Sie sprechen, wirklich etwas nachvollziehen. Die Fülle merkt man dem Buch in seiner Differenziertheit an. Aber was wichtig ist, ich finde, es ist Ihnen gelungen, trotzdem die großen Linien und den roten Faden beizubehalten. Von daher kann ich jeder und jedem, die bzw. der sich intensiver mit dieser Frau beschäftigen will, ihr Buch nur wärmstens empfehlen. So, jetzt ganz kurz zu Ihrer Vorstellung. Da zitiere ich den Klappentext, der schreibt über Sie, Sie sind 1952 in München geboren, also ein Jahr älter als ich, leben heute in Berlin, sind Professor für Neuere Geschichte an der Uni Potsdam und haben bereits zahlreiche Bücher über die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts publiziert. Den Ablauf haben wir so besprochen, Sie werden jetzt von Ihrer Präsentation unterstützt, uns das Leben Rosa Luxemburgs in 40 bis 50 Minuten komprimiert nahebringen. Währenddessen können Sie, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, bereits Kommentare und Fragen in den Chat schreiben. Heinrich Brinker wird zu Beginn der Ausspracherunde dann diese Kommentare und Fragen im Chat aufgreifen und verlesen. Ob er sie zusammenfassen kann, hängt von deren Zahl und Differenziertheit ab. Ich werde mich als Moderator eventuell je nach Zahl der Fragen auch einbringen. Wir beide werden sichtbar sein. Kamera und Ton aller übrigen Teilnehmer wird Alexander Schlager, der Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, abschalten. Das machen wir auch,
weil wir die Veranstaltung aufzeichnen wollen und die Anonymität der Teilnehmer gewährleisten wollen. Am Ende der Veranstaltung werde ich neben dem Dank auf eine weitere Veranstaltung zum Thema Rosa Luxemburg hinweisen und auf sonstige Veranstaltungen. So, genug der Einführung. Jetzt sind wir wirklich sehr gespannt auf auf Ihren Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die liebenswürdige Einführung und auch für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Und ich lebe zwar in Berlin, aber wenn Sie zu Hause sind, das ist mir doch relativ vertraut, weil mein Sohn eine ganze Reihe von Jahren Schüler auf dem Michaelshof gewesen ist. Das ist ja nicht weit. Und ich immer gerne ihn dort auch besucht habe. Ich habe vor 3 Jahren diese Biografie vorgelegt, die Sie hier auch sehen. Es gibt inzwischen auch eine preiswertere Taschenbuchausgabe, nebenbei gesagt. Ich will mich heute auf den Lebensgang von Rosa Luxemburg konzentrieren. Im Buch selbst gibt es auch große theoretische Kapitel, die mir auch viel Arbeit gemacht haben über die polnische Nation. Das ist ja ein wichtiges Thema, weil es gab ja keinen polnischen Staat zu der damaligen Zeit, über die polnische Sozialdemokratie, über die Schriften von Rosa Luxemburg, über ihre großen Kontroversen mit Lenin und ähnliche Themen. Um Ihnen, so, jetzt müsste das, genau, hat geklappt. Sie haben alle schon gehört von den verschiedenen polnischen Teilungen, die endeten dann 1815. Das war die endgültige Teilung auf dem Wiener Kongress. Die sehen Sie hier wiedergegeben. Rechts das dunkelgrüne ist das Russische Reich, also das Zarenreich gewesen, und das etwas hellere, wo Kongresspolen steht, das ist der Teil Polens, der dem Zarenreich zugeschlagen worden ist. Daher kommt auch dieser Begriff Kongresspolen, weil das eben auf dem Wiener Kongress so festgelegt worden ist. Das dunkelblaue oben ist Preußen. Und das hellblaue, was sich da anschließt, wo Sie Posen auch sehen, die alte polnische Königsstadt, das ist die sogenannte Provinz Posen. Das war also der preußische Teil des zerschlagenen polnischen Staates. Und unten, das ist farblich nicht abgesetzt, hier auf dieser Karte sehen Sie also das Habsburgerreich, das K&K-Monarchie Österreich-Ungarn, die dann um Galizien, da ist aber eine deutliche Grenze wiederum zu sehen, erweitert worden ist. Und dort sehen Sie auch Lemberg, eine Stadt, die jetzt in den letzten Tagen häufiger in den Nachrichten war, das hier vielleicht aus aktuellen Gründen kurz einzublenden. Also dieser Teil Galiciens war in der Zwischenkriegszeit polnisch, weil die Polen haben ja dann einen sehr erfolgreichen Krieg nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Russen geführt, war polnisch und es gehört heute zur Ukraine, das ist die sogenannte Westukraine. Geboren am 5. März 1871 ist Rosa Luxemburg in Samosch. Das ist eine Kleinstadt, die hier nicht eingezeichnet ist, aber wenn Sie dort das Wort Westgalizien sehen in dem russischen Teil Polens und dann sehen Sie da Lublin, und wenn Sie von Lublin noch ein Stück nach Südosten gehen, dann landen Sie in Samosch. Das ist eine Stadt, die Jan Zamoyski gegründet hat. Der stammte aus einer der großen polnischen Adelsfamilien. Es gibt auch heute einen bedeutenden Historiker namens Zamoyski, der zuletzt, glaube ich, eine Napoleon-Biografie vorgelegt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Samosch wurde 1580 gegründet, es war eine Renaissance-Stadt, also er hat einen venezianischen Baumeister dafür beschäftigt. Und so wie Sie den Kern von Samosch hier sehen, sieht er heute noch aus, mit einer bedeutenden Einschränkung. Die ganzen Befestigungen und der Wassergraben, dieses alles existiert nicht mehr, weil es gab ja im 19. Jahrhundert mehrere Aufstandsversuche zur Wiedergewinnung der polnischen Souveränität.
Und nach dem Januaraufstand 1863 sind diese Befestigungen geschleift worden. Ansonsten ist die Stadt, die seit 1992 auch Weltkulturerbe der UNESCO ist, immer noch wirklich sehr schön. Und wer noch nicht dort war, unbedingt eine Reise wert. Das ist hier das Rathaus. Das ist auf der Nordseite dieses großen Platzes da im Zentrum. Und wenn man im nächsten Bild dann ein bisschen weiter, da sehen Sie links noch die auslaufende Treppe, das ist sozusagen sind die Gebäude, die sich anschließen. Ende des 19. Jahrhunderts hatte Samosch etwa 7000 Einwohner, also es war ein kleines Städtchen. Und die Mehrheit, das war nicht so ganz untypisch in, für bestimmte Städte, damals war jüdisch. Und die jüdische Gemeinde wiederum war geprägt von der Haskalah, also von der Aufklärung, Aufklärungsbewegung, für die in Deutschland etwa Moses Mendelssohn als Beispiel stehen würde. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, weil es uns ja nicht um die Stadtgeschichte von Samosch geht. 1939 gab es ja auch wieder eine Teilung Polens durch den Hitler-Stalin-Pakt. Samosch lag ziemlich an der Grenze, was dazu geführt hat, dass es erst für kurze Zeit von den Russen besetzt war, bevor es dann von den Deutschen übernommen worden ist. Und als die Russen sich dort wieder zurückgezogen haben, es gab damals etwa 12.000 Juden in der Stadt, sind viele von ihnen den Russen gefolgt, was im Nachhinein, muss man sagen, eine sehr gute Entscheidung war, weil etwa 4.000 bis 5.000 Juden sind in der Stadt verblieben, die sind alle ermordet worden im Vernichtungslager Belzec, was südöstlich von Samosch gelegen ist, während nordwestlich von Samosch in Lublin gab es ja auch ein großes Vernichtungslager Majdanek, aber die sind in Belzec ermordet worden. Es gibt heute im Grunde genommen keine jüdische Gemeinde mehr in Samosch. Es gibt eine Synagoge, ist erhalten geblieben. Das ist ein Hauptwerk der jüdisch-religiösen Renaissance-Architektur, eine sehr schöne Synagoge, aber wie gesagt, eben leider ohne Gemeinde. Sie war in der Sowjetzeit sehr verfallen. Die Kirchen und die Synagogen gleichermaßen sind ja von den Sowjets sehr oft als Kinos oder Lagerhallen oder sonst irgendetwas missbraucht worden und ist dann aber eben mit Mitteln der UNESCO wiederhergerichtet worden und beherbergt heute ein kleines Museum, in dem Sie hier einen Blick haben. Das sind die Eltern von Rosa Luxemburg, der Eduard Luxemburg, ein Kaufmann, und Lina Löwenstein, das ist ihre Mutter. Lina Löwenstein hatte viele bedeutende Rabbiner unter ihren Vorfahren, aber Rosa Luxemburg hat ja immer sehr Distanz gepflegt zu ihrer jüdischen Herkunft und hat genau wie Karl Marx, der ja auch viele bedeutende Rabbiner hatte in seinem Stammraum, davon nie weiter gesprochen. Die beiden hatten 5 Kinder insgesamt, 2 Töchter und 3 Söhne, und Rosa Luxemburg war also mit einigem Abstand die Jüngste, sozusagen das Nesthäkchen. Das ist das Geburtshaus. Ich habe es aufgenommen im Jahr 2016, aber ich glaube, es sieht immer noch so aus. Es soll zwar eigentlich renoviert werden, aber ich weiß nicht, ob da schon irgendetwas passiert ist. Auch die Familie war natürlich von der Haskalah geprägt. Der Vater war, genau wie der Großvater, im Vorstand der jüdischen Gemeinde, und das waren Juden, die sich einerseits zur jüdischen Identität bekannt haben, aber gerade auch in dieser Situation der russischen Besatzungsherrschaft auch sehr zur polnischen Kultur. Also der Großvater hat sogar, oder der Vater, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, in einem der Aufstände sogar seine Holzhandlung dazu verwendet, um also Waffen zu transportieren, um den Aufstand zu unterstützen. Zu Hause wurde Polnisch gesprochen, es wurde auch Deutsch gesprochen und natürlich auch Russisch. Das war ja ganz strenge Vorschrift, also in der Öffentlichkeit und auch in der Schule zum Beispiel durfte nur Russisch gesprochen werden.
Rosalias Mutter, Rosalia war ja ihr Geburtsname, sprach gerne Jiddisch. Das war eine Sprache, die Rosa Luxemburg auch beherrscht hat, aber sie mochte sie nicht so besonders gerne. Es gibt allerdings eine Anekdote, sie soll sie gelegentlich bei Parteitagen für Notizen verwendet haben, weil sie wusste, dass das keiner lesen kann. Dieses Geburtshaus hatte der Großvater bereits erworben, der ja auch ein sehr erfolgreicher Holzhändler gewesen ist und der dreimal verheiratet war, sind ja damals oft Frauen im Kindbett und bei anderen Gelegenheiten, also war die Lebenserwartung nicht immer sehr hoch. Und nachdem seine dritte Frau verstorben war, hat er dann sich nach Berlin zurückgezogen. Die Familie stammte ja ursprünglich aus Deutschland, ist dann dort verstorben. Der Sohn Edward, den Sie gerade schon gesehen haben, hat das Haus übernommen, wo Rosa Luxemburg geboren wurde. Dann hat er noch ein zweites Haus am Marktplatz gekauft, das viele sehr lange Zeit fälschlich immer als das Geburtshaus von Rosa Luxemburg galt und wo man dann auch eine Plakette angebracht hatte, die Sie hier sehen können, weil Rosa Luxemburg war ja in Polen außerordentlich unbeliebt, weil was die Leute immer gewusst haben, sie wollte nicht, dass der polnische Nationalstaat wiederhergestellt wird. Man hat sie immer so als eine Art Landesverräterin gesehen, aber dann in den 60er Jahren hat man in der kommunistischen Partei, also in der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, sich gesagt, naja, irgendwie müssen wir jetzt doch an sie erinnern, sie gehört doch zu unserer Tradition. Gab sogar die Idee, mal da so ein kleines Museum einzurichten. Das ist nicht zustande gekommen, aber es gab dann diese Gedenktafel, die Sie hier sehen, die von 1979 bis 2018 am falschen Geburtshaus angebracht war. Dann kam allerdings die PiS-Partei wieder an die Regierung und hat ein Gesetz gegen die Verbreitung von Kommunismus und anderen totalitären Systemen durch Namen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen erlassen. Und dann sah es dann so aus, wo vorher die Tafel war. Da war dann nur noch ein Loch in der Wand, das ist inzwischen natürlich verputzt worden, das ist ja klar. Und die Tafel, die Sie gerade gesehen haben, befindet sich nach meinen Informationen, ich glaube, das ist immer noch so, im Warschauer Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Als Rosa Luxemburg 2 Jahre alt war, ist die Familie umgezogen nach Warschau. Und da habe ich also eine Postkarte gefunden, wo die Ulica Swata, die Goldstraße, abgebildet ist. Es war so, dass damals die Verpflichtung für Juden innerhalb des jüdischen Wohnbezirks sich anzusiedeln bereits aufgehoben war. Seit einigen Jahren vorher konnte man nur mit sehr teuer erkauften Genehmigungen sich außerhalb niederlassen. Und Familie Luxemburg hat sich in der Ulica Swata, die Sie hier sehen, das ist also die Querstraße, niedergelassen, etwas südlich des jüdischen Wohnbezirks. Das Haus existiert heute nicht mehr aus einem auch etwas kuriosen Grunde. Die Straße ist also, wenn Sie mal nach Warschau kommen, die geht so nach Osten vom Hauptbahnhof weg. Aber ungefähr dort, wo das Haus, wo die Familie Luxemburg gewohnt hat, steht heute ein riesiger stalinistischer Kulturpalast, der eben den Polen da damals geschenkt worden ist. Und dem ist auch eben dieses Haus zum Opfer gefallen. Es gibt ein paar wenige Bilder aus der Jugendzeit, die Sie wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben. Das heißt, alle, ich zeige nur 2. Hier ist sie etwa 5 Jahre alt. Und sie hat ja dann eben ein Hüftleiden entwickelt. Es war nach allem, was man erkennen kann, es muss eine Hüftgelenksdysplasie gewesen sein. Also der Leichnam ist ja auch sehr sorgfältig obduziert worden, als er dann gefunden worden ist. Man hat aber damals fälschlich eine Knochentuberkulose diagnostiziert und hat das arme Mädchen 1 Jahr lang in einem Gipsbett sodass sie dann auch zu Hause geschult werden musste und dergleichen. Hüftgelenksdysplasien sind ja eigentlich etwas sehr Häufiges, aber heute wird natürlich jeder Säugling routinemäßig nach der Geburt sofort darauf untersucht. Das hat man eben damals noch nicht gemacht. Ihre Schwester hatte genau das gleiche Problem, ist bei Mädchen sehr viel häufiger als bei Jungen. Die hat auch immer etwas gehinkt. Das zweite Bild haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Hier kommt schon etwas deutlicher das
Gesicht der Erwachsenen hervor, besser erkennbar. Sie ist dann, als sie das wieder möglich war, zur Schule gegangen, auf das zweite Warschauer Mädchengymnasium und war dort die beste Schülerin. Das ist also, wie gesagt, es fand alles auf Russisch statt. Das ist eine deutsche Abschrift des Abgangszeugnisses. Und Sie sehen hier ganz viele Fünfen. Das war die beste Note damals. Und eigentlich hätte ihr eine Goldmedaille zugestanden als beste Schülerin. Die hat sie aber nicht bekommen. Sie hat zwar gute Betragungsnoten gehabt, aber sie war eben politisch aktiv. Und das hat man nicht so gerne gesehen. Es gab damals eine erste so sozialrevolutionäre Partei, die nannte sich Proletariat. Wobei, wenn Sie also in die Fachliteratur schauen, da werden also drei verschiedene Proletariate unterschieden, weil das waren sehr fluide Zusammenschlüsse, die dann auch immer mal wieder zerfallen sind. Und Schüler und Studenten haben dort eine nicht ganz kleine Rolle gespielt. Das kann man leicht verstehen. Also so Besucher, Kinder, die auf ein Gymnasium gingen, kamen meistens aus etwas besser gestellten bildungsbürgerlichen Familien und hatten eben auch mehr Möglichkeiten, sich sozusagen politisch zu engagieren. Und sie hat auch damals ja schon ein sehr hübsches Gedicht, was ich auch in meinem Buch zitiere, eben was dann der Kaiser Wilhelm damals sich hat sehen lassen, um ihn zu begrüßen. Sieht man schon sozusagen ihre ganze politische Wachheit, kann man daraus sehr gut erkennen. Sie hat damals aber noch als junges Mädchen bei ihren Eltern gewohnt und galt deswegen auch als gefährdet, weil sie natürlich die Polizei dort leicht gefunden hätte. Und irgendwann hat man ihr dann doch angeraten, vielleicht sich mal eine Zeit lang zu verstecken. Aber sie hatte die Schule ohnehin abgeschlossen und hat dann also hat Warschau verlassen und hat also, fällt mir auch immer noch schwer, obwohl ich schon oft darüber nachgedacht habe, mir das vorzustellen, ein 17-jähriges Mädchen, was noch nie allein unterwegs war, reist also von Warschau nach Zürich und kommt dort auch tatsächlich wohlbehalten an. Wir wissen darüber sehr wenig, wie sich diese Reise vollzogen hat. Wir wissen auch nicht genau, wann sie in Zürich angekommen ist. Dort war das Meldewesen sehr liberal. Es gibt lediglich eine Schilderung, die Paul Fröhlich, der sie ja gut gekannt hat, in seiner Biografie wiedergibt, dass sie also, das war nicht ganz unüblich in der damaligen Zeit, dass man sich bei irgendwelchen Fuhrwagen so unter der Ladung versteckt hat und auf die Weise über die Grenze gekommen ist. Jetzt habe ich Ihnen das Proletariat vorenthalten. So sah die Zeitschrift aus, die die damals herausgebracht haben. Das ist Zürich. Das war schon damals ein sehr wichtiger Finanzplatz mit Banken und Versicherungen und ähnlichen Einrichtungen. Gleichzeitig eine sehr beschauliche kleine Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Der Kanton Zürich hatte schon damals fast 350.000 Einwohner, aber Zürich selbst war noch relativ klein, ist dann aber dann einiges auch eingemeindet worden, wie das ja in vielen Städten der Fall ist, wenn sie dann an Bedeutung gewinnen. Luxemburg hatte nicht zufällig sich Zürich als Lebensmittelpunkt erkoren, denn sie wollte unbedingt studieren und dort ist das möglich gewesen. Während zum Beispiel auch, also in Russland schon sowieso nicht, aber auch in Deutschland konnten Frauen erst mit 1908 an die Universität zugelassen werden. Und deswegen ist sie nach Zürich gegangen, wo an der Philosophischen Fakultät sich schon 1840 die ersten Frauen einschreiben konnten, 8 Jahre nachdem die Universität gegründet worden ist. Und was auch vielleicht ganz interessant erwähnenswert ist, die Universität Zürich war die erste Universität in Europa, die nicht von einer Kirche oder von einem weltlichen Landesherrn, sondern von einer demokratischen Gebietskörperschaft ins Leben gerufen wurde, eben von der Stadtgemeinde und entsprechend auch einen nicht so obrigkeitslichen Geist gehabt hat. Die im Beispiel Zürich folgten, dann bald auch die anderen Schweizer Universitäten haben ebenfalls Frauen zum Studium zugelassen. Also die Schweiz war damals sozusagen, was diesen Punkt betraf, wirklich ein Vorreiter unter den Staaten in Europa. Hier sehen Sie das Gebäude der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Die sitzt dort, glaube ich, immer noch. Das ist eine keine kantonale, sondern eine nationale Hochschule, eben deswegen eidgenössisch. Und
Dort im rechten Flügel war damals die Universität, die zunächst viel kleiner war, untergebracht. Die ist inzwischen natürlich umgezogen. Dieses Gebäude, vielleicht ganz interessant, hat Gottfried Semper erbaut, von dem ja auch die Semperoper in Dresden ist. Dieses Foto ist aus einer etwas späteren Zeit, also das Gebäude ist 1865 entstanden. Und was vielleicht auch erwähnenswert ist, nach 1866 wurde also auch im Zuge der Judenemanzipation die Schweizer Bundesverfassung reformiert und es wurden auch jüdischen Bürgern wurde die rechtliche Gleichstellung gewährt, was also den Zustrom von Immigranten aus Osteuropa noch stärker hat anschwellen lassen. Chaim Weizmann, der genau wie alle seine Geschwister in der Schweiz studiert hat und dann 1948 der erste israelische Staatspräsident wurde, hat rückblickend gesagt, dass in den Schweizer Universitätsstädten Zürich, Bern, Basel und Genf sich die revolutionären Kräfte aus ganz Europa getroffen haben. Es gibt leider so gut wie gar keine Fotos von Rosa Luxemburg aus dieser Schweizer Zeit, obwohl die ja, das waren 10 sehr wichtige Jahre in ihrem Leben, sozusagen so wie man im Englischen heute sagen würde, formative years, nicht, in denen sich wirklich die Politikerin herausgebildet hat, aber es gibt kaum Fotodokumente, das hängt möglicherweise mit ihrem Lebensgefährten zusammen, der da immer sehr auf Konspiration bedacht war. Ich habe immerhin ein Foto gefunden, wo man 7 polnische Studenten sieht. Der Mann, der in der Mitte unten vor dem Baum sitzt, ist Julian Machlewski, der eine wichtige Rolle spielt, weil Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Julian Machlewski und Adolf Warski haben gemeinsam die SDKPEL gegründet 1893, die Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen. Das war also eine polnische sozialistische Partei, die natürlich im Exil gegründet werden musste. Also interessant, dass sie sich im Namen eben auf das Königreich Polen und Litauen bezieht. Das war ja ein gewaltiges Reich, was also von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer gereicht hat. Und dort wollten sie auch schon sozusagen, das war also die Zielposition ihrer politischen Aktivitäten. Und es ist im Jahr zuvor bereits eine zweite polnische sozialistische Partei gegründet worden, die PPS, die polnische sozialistische Partei. Das waren sehr gegensätzliche Gründungen. Die SDKPL war ausgesprochen internationalistisch orientiert. Die PPS war sehr nationalistisch orientiert. Die berühmteste Figur ist der Marschall Piłsudski, der dann später ja eine Militärdiktatur in Polen nach dem Ersten Weltkrieg aufgerichtet hat. Beide Parteien waren dann später in der Sozialistischen Internationale Mitgliedsparteien und haben sich dort ständig bekriegt. Das war also streckenweise sehr anstrengend, auch für Rosa Luxemburg. Ich habe gerade schon den Namen Leo Jogiches zweimal erwähnt. Er stammte auch aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, aber aus Vilnius. Das ist heute die Hauptstadt von Litauen. Und war also im Gegensatz zu Rosa Luxemburg sehr wohlhabend. Er wurde dann sehr schnell zu ihrem Lebensgefährten. Von ihm gibt es überhaupt nur ganz, ganz wenige Fotos, wo er immer alleine drauf ist. Meine Vermutung ist, das waren wahrscheinlich auch Fotos, die mal für irgendwelche Pässe oder Ausweise hergestellt worden sind. Ansonsten war er sehr extrem, immer sozusagen, er war eigentlich ein Berufsrevolutionär, der immer im Dienst war. In jeder Hinsicht, also hat auch Rosa Luxemburg bei aller Liebe, also mussten immer getrennte Adressen angegeben werden. Sie haben sich, wenn andere Leute waren, immer mit sie angesprochen und hat auch sonst immer sehr darauf geachtet, eben wie gesagt, die Regeln der Konspiration einzuhalten. Und deswegen gibt es leider überhaupt kein Foto, wo die beiden womöglich zusammen drauf sind. In dieser Zeit ist noch eine dritte sozialistische Partei gegründet worden, nämlich 1895 in St. Petersburg, der Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse. Das ist ein Foto von 1897. Ich
denke mal, den Herrn mit der Glatze an, der in der Mitte am Tisch sitzt, den kennen Sie alle. Und rechts neben ihm sitzt Martow, der spätere Führer der Menschewiki. Die Partei hat sich dann 1898 in SDAPR umbenannt, Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands. Und aus der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands ist dann nach dem Ersten Weltkrieg die Kommunistische Partei geworden, weil man eben gesagt hat, durch die Zustimmung zu den Kriegskrediten sei die Bezeichnung sozialdemokratisch diskreditiert, ist man zu diesem alten Begriff der Kommunisten zurückgekehrt, ne, der noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammte. Auf dem zweiten Parteitag in Brüssel und London 1903 hat sich dann die Spaltung in diese beiden Richtungen etabliert, die Bolschewiki auf der einen Seite und die Menschewiki auf der anderen Seite. Rosa Luxemburg hat im Gegensatz zu Leo Jogiches also sehr zielstrebig studiert und hat dann auch 1897 ihr Studium mit der Promotion abgeschlossen, die Sie hier sehen, die dann im Jahr drauf, 98, in Leipzig bei Duncker und Humboldt erschienen ist, ein damals sehr angesehener Wissenschaftsverlag, den es heute immer noch gibt. Inzwischen sind da auch einige andere Dissertationen erschienen, zum Beispiel von Herrn zu Guttenberg, aber die ist, glaube ich, inzwischen aus dem Verkehr gezogen worden. In der Dissertation geht es um die industrielle Entwicklung Polens. Kurz vor Drucklegung hat sie noch überlegt, ob sie es vielleicht lieber die kapitalistische Entwicklung Polens nennen soll, aber Jogiches war für diesen Titel hier. Sachlich fällt der Unterschied nicht wirklich ins Gewicht. Der Kapitalismus ist älter als die Industrialisierung, aber durch die Industrialisierung hat sich eben aus dem Handelskapitalismus im 19. Jahrhundert der Industriekapitalismus entwickelt, der dann eben auch ein massenhaftes Industrieproletariat hervorgebracht hat und so die Grundlagen für die moderne Arbeiterbewegung geschaffen hat. Luxemburgs Dissertation ist die erste ernsthafte Untersuchung der Entwicklung der polnischen Industrie im 19. Jahrhundert, also Polen immer hier als geografischer Begriff gemeint. Und wie gesagt, es gab ja keinen Staat. Und sie hat vor allem den Übergang eben zur Großindustrie im dritten Quartal des 19. Jahrhunderts untersucht. Es gab ja dort auch eine enorme Tuchindustrie, also um Łódź herum, nicht? Das galt, hieß damals das polnische Manchester, und diese großen Fabriken kann man auch heute noch besichtigen. Inzwischen natürlich wird da nichts mehr hergestellt. Sie hat also eine große Fülle von statistischem Material präsentiert, um ihre These zu untermauern, dass die russischen Absatzmärkte eigentlich die entscheidende Triebfeder für diese industrielle Entwicklung sind. Und das war für sie auch ein flankierendes Argument, den alten Nationalstaat nicht wieder herzustellen. Und es ist ja auch so, dass die beiden Aufstandsbewegungen, Novemberaufstand 1830-31 und der Januaraufstand 1863, beide gescheitert sind. Und 1863 ist auch die Schlachta, der polnische niedere Adel, im Grunde sozusagen als historisches Subjekt eigentlich aus der Geschichte ausgeschieden. Und Luxemburg war eben der Meinung, es ginge nicht darum, den polnischen Nationalstaat wiederherzustellen, nicht weil sie was gegen Polen gehabt hätte, sondern weil sie überhaupt keine Nationalstaaten haben wollte, keine bürgerlichen Nationalstaaten, sondern eben die proletarische Weltrevolution war sozusagen das Fernziel. Und sie sagt, das polnische Proletariat soll sich lieber auf ein Bündnis mit dem russischen Proletariat orientieren, als auf ein Zusammengehen mit dem polnischen Bürgertum. Also das war eben ihr Internationalismus. Sobald diese Arbeit fertig war, hat sie Zürich verlassen, weil sie wollte politisch wirken. Und sie ging nach Berlin, wo eben das Hauptquartier der SPD war. Die SPD war damals die größte und erfolgreichste Arbeiterpartei der Welt. Und Deutschland war das am stärksten industrialisierte Land in Europa, war gerade damals ja auch durch diese zweite Industrialisierung schon dabei, Großbritannien zu überholen. Und und dort wollte sie eben hin. Das waren im Übrigen, also auch der vorhin erwähnte Julian Machlewski ging auch nach Deutschland, auch Alexander Parvus, ein wichtiger Weggefährte auch.
Und sie mochte das Land eigentlich nicht besonders. Also sie hat bis zum, solange sie das konnte überhaupt, Urlaub hat sie immer im Süden gemacht, in der Regel in der Schweiz. Manchmal ist sie noch ein bisschen weitergefahren nach Italien. Aber politisch wirken wollte sie eben in Deutschland, wo ja auch, Marx hatte ja die Theorie, dass die Revolution zuerst dort ausbrechen würde, in dem Land, das am weitesten entwickelt ist. Und das war ganz klar, dass das Deutschland sein würde. Diese Vorhersage hat sich nicht bewahrheitet, wie wir alle wissen. Die Revolution ist dann dort ausgebrochen, in dem Land, das am wenigsten entwickelt war, nämlich in Russland. Als Rosa Luxemburg in Berlin ankam, ist sie sofort in die SPD-Zentrale marschiert und wollte mit August Bebel sprechen. Selbstbewusst war sie schon immer und man muss sagen, sie war auch keine Unbekannte mehr. Sie hatte eine ganze Reihe von Aufsätzen in der Neuen Zeit veröffentlicht. Sie hat dann dort nur Igaz Auer vorgefunden, den Parteisekretär, der auch wusste, wer da vor ihm steht. Und der hat sie sofort in den Reichstagswahlkampf geschickt. Sie ist dann nach Oberschlesien. Und das war eine ungeheure Erfolgsgeschichte, die sozusagen ihren Ruf für alle Zeiten gefestigt hat, weil sie konnte eben mit den polnischen Arbeitern auf Polnisch reden. Das konnten die anderen sozialdemokratischen Kandidaten alle nicht. Und in dem Regierungsbezirk Oppeln, wo sie besonders aktiv war, hat die SPD ihr Stimmenergebnis von 4.973 gesteigert auf 25.707, also mehr als verfünffacht. Und von da an war und blieb sie angefragt als Veranstaltungsrednerin, bis sozusagen, solange das überhaupt möglich war. Ein wichtiger Mann in diesem Zusammenhang ist Karl Kautsky. Die SPD war ja nach ihrem Selbstverständnis eine marxistische Partei und Karl Kautsky war sozusagen der wichtigste Mann dafür. Er war der Cheftheoretiker der Partei. Er hatte während des Sozialistengesetzes, war erst in Zürich, später war er 5 Jahre in London, von 85 bis 90, da war Marx schon gestorben, aber Engels war ja noch am Leben, der ist erst 1895 verstorben. Also er hat sehr eng in dieser Zeit mit Engels kooperiert und er galt als der entscheidende Interpret sozusagen des Marxismus und hat auch nie ein Amt in der Partei ausgeübt. Also er hatte nie irgendein politisches Mandat, aber er war der Herausgeber der Neuen Zeit, der Theoriezeitung und sein Wort hatte sehr großes Gewicht in allen theoretischen Fragen. Er hat sich auch am Anfang, und er war auch der Korrespondenzpartner, als sie noch in Zürich saß, in Luxemburg und eben schon für die Neue Zeit geschrieben hat. Und die beiden haben sich vor allen Dingen in den ersten Jahren sehr gut verstanden. Sie galten als siamesische Zwillinge in der SPD. Es war sozusagen eine Kampfgemeinschaft im Revisionismusstreit auch gegenüber Bernstein. Der ja damals auch, der war noch länger in London, weil gegen den gab es einen Haftbefehl gegen Bernstein. Der kam erst 1903 nach Berlin zurück. Und wenn Sie dann am 20. März den Film von Frau Trotta sehen, da gibt es ja diese Szene am Anfang, wo die sich alle da treffen bei diesem Silvesterfest zum Jahrhundertwechsel. Das ist also ein künstlerischer Kunstgriff, um die Figuren einzuführen. Die ganzen Leute, die da sehen, die waren zu dieser Zeit überhaupt nicht in Berlin. Kautsky saß in London, Luxemburg war in Oberschlesien unterwegs, Jogiches saß in Zürich, aber die werden eben hier in einer Szene zusammengeführt, um sie in den Film einzuführen. Das ist ja auch eine sehr hübsche Szene, ich finde. Rosa Luxemburg hat sich hier sehr engagiert im Revisionismusstreit 1896, 98, hat eine große Artikelserie in der Leipziger Volkszeitung herausgebracht in 2 Folgen. Die enormes Echo hatte und von da an war also die Leipziger Volkszeitung von allen sozialdemokratischen Zeitungen die wichtigste. Und diese Artikelserie ist dann später auch als Buch erschienen, Sozialreform oder Revolution. Titel ist Ihnen sicherlich geläufig. Sie hat damals, um das klar zu sagen, so wie Kautsky auch, die Position des Parteivorstands vertreten. Es gab damals das sogenannte marxistische Zentrum.
das die große Mehrheit der Partei repräsentiert hat, also das war auch die Linie von Bebel und anderen. Man war also, aber die Besonderheit war eben, dass man sozusagen eine, wenn man es jetzt ein bisschen kritisch sagen will, man hatte eine revolutionäre Theorie, aber man hatte eine reformerische Praxis. Das hat sich auch im Erfurter Programm von 1891 niedergeschlagen, das ja verabschiedet wurde nach der Wiederzulassung der Partei, nach dem Ende des Sozialistengesetzes. Den theoretischen Teil hat Kautsky geschrieben, den praktischen Teil hat Bernstein geschrieben. Und Kautsky hat gesagt, ja, wir sind eine revolutionäre Partei, aber wir sind keine Revolution machende Partei. Nicht? Also es gab damals ja auch, die Arbeiterbewegung war ja sehr unter dem Einfluss des Darwinismus. Man hat eben geglaubt, sozusagen surviving of the fittest, wir haben sowieso, wir eilen von Wahlerfolg zu Wahlerfolg und das ist ein ganz natürlicher Prozess, den niemand aufhalten kann, dass wir uns irgendwann durchsetzen. Das war also sozusagen Evolution durch Dialektik, also die Kritiker haben das als revolutionären Attentismus bezeichnet, sozusagen man hat eine revolutionäre Theorie, aber in der Praxis bewegt man sich nicht. Diese Gegensätze sind später dann aufgebrochen, an dieser Stelle noch nicht, sondern es gab eben dann eine kleine, ganz kleine Gruppe der, der Reformisten oder Praktizisten oder Revisionisten, deren theoretischer Kopf eben Bernstein war, der eben damals schon gesagt hat, das Endziel ist mir nichts, die Bewegung ist mir alles, der also sozusagen für einen sich im Grunde genommen von dem Fernziel der, der Revolution verabschiedet hat. Eine Linie, die damals sehr unpopulär war, aber trotzdem dann langfristig Wirkung entfaltet hat und im Grunde genommen bei 1959 im Godesberger Programm endgültig auch die offizielle Linie, da hat also die SPD endgültig ihren Anspruch, eine Klassenpartei zu sein, hinter sich gelassen und sich sozusagen als Volkspartei etabliert. Mit der Zeit haben sich dann doch gewisse Gegensätze ergeben später und es ist dann eine kleine Gruppe entstanden, Luxemburg, Zetkin, Franz Mehring und einige andere, die sich selber die Linksradikalen auch genannt haben, die eben gesagt haben, ja, man muss, natürlich kann man nicht willkürlich eine Revolution vom Zaun brechen, aber man muss sozusagen vorbereitet sein, wenn der revolutionäre Moment da ist und die also auch gegen Kompromisse eingetreten ist. Es war ja oft, gab es Debatten dann auch, ob man unter Umständen mal mit den Liberalen, also gerade auch im Südwesten, in Baden und so weiter, nicht? Da gab es ja relativ fortschrittliche liberale Parteien und es gab dann dort auch lebhafte Debatten, ob man nicht mit denen doch mal zusammen im Parlament etwas unternehmen kann. Da war Rosa Luxemburg immer sehr strikt dagegen. Sie hat sich sozusagen als unbedingt systemoppositionell verstanden und hat auch an der marxischen Krisentheorie festgehalten, die ja dann in ihrem großen Werk Akkumulation des Kapitals eine wichtige Rolle spielt. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung zurück. Ich habe vorhin die Sozialistische Internationale schon erwähnt, die 1889 in Paris gegründet worden ist, zum 100. Jahrestag der Französischen Revolution. Es hatte ja eine, wird auch die Zweite Internationale genannt, weil es hat ja schon vorher die Internationale Arbeiterassoziation gegeben. Das war sozusagen die Erste Internationale, wo die Anhänger von Karl Marx auf der einen Seite waren, die Marxisten, das war ja am Anfang ein Schimpfwort, nicht? Und von den Anarchisten, die hatten dort die Mehrheit. Und die Marxisten haben sich dann eben irgendwann zurückgezogen aus der Internationalen Arbeiterassoziation und dann hat man 1889 die Sozialistische Internationale gegründet, die dann alle paar Jahre Kongresse abgehalten hat. Einer hat auch 1893 in Zürich stattgefunden. Damals war Rosa Luxemburg 22 Jahre alt. Sie hat also versucht, dort zugelassen zu werden als Delegierte und hat da eine Rede gehalten, die einen großen Eindruck gemacht hat. Sie war sehr klein, sie ist dann aber in den Stuhl gestiegen, um sich also Gehör zu verschaffen. Und ihr Antrag wurde abgelehnt, weil sie gesagt hat, sie würde also hier die Redaktion der Zeitschrift der SDKPRL vertreten, aber diese Zeitschrift kannten die Leute alle nicht und deswegen wurde sie nicht zugelassen. Aber trotzdem, da waren ja sozusagen die Führer aus ganz Europa der sozialistischen Parteien vertreten. Es hat trotzdem großen Eindruck damals hinterlassen. Auf diesem Bild, was Sie hier sehen, das ist der Kongress in Paris im Jahr 1900 und da sieht man ziemlich weit vorne mit der weißen Bluse, also Frau Laschitzer hat das auch bestätigt, dass das Rosa Luxemburg ist. Sie ist natürlich ein bisschen
unscharf hier. Es gibt ein weiteres Bild von dem Kongress 1904 in Amsterdam. Hier ist ganz unzweideutig zu erkennen, wiederum mit einer weißen Bluse da hinter der Balustrade in der zweiten Reihe in der Mitte. Rechts neben ihr steht der Viktor Adler, der Führer der österreichischen Sozialdemokraten. Ja, auch ein sehr reformistischer, gesinnter Mann war, der von Rosa Luxemburg überhaupt nichts hielt. Neben Viktor Adler steht Karl Kautsky, unverkennbar. Und was vielleicht noch interessant ist, vorne in der ersten Reihe, der mittlere von den dreien, die da ihren Hut auf die Balustrade legen, das ist der Delegierte Katayama aus Japan, der 1904 zum ersten Mal dabei war. Und 1904 ist ja dann auch der russisch-japanische Krieg ausgebrochen, mit dem sich dann auch die internationale auseinandergesetzt hat. Und Katayama hat später dann auch die Kommunistische Partei Japans mit begründet. Es gab einmal einen Kongress der Sozialistischen Internationale in Deutschland, das war 1907 in Stuttgart. Da zeige ich immer gerne dieses Bild, was man nicht so oft sieht, um zu zeigen, wie auch so sozialistische Revolutionäre zu so einem Kongress anreisen. Hier sieht man Rosa Luxemburg und Clara Zetkin in der Kutsche sitzen, auf dem Weg zum Kongress. Und das war ja auch so eine Besonderheit, dass sie immer sehr sich so nach dieser auch Beheimatung sozusagen so einer bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Welt gesehen hat, in der sie auch gesehnt hat, in der sie auch aufgewachsen ist. Nicht? Sie hat also sofort, als sie die Mittel hatte, sich eine Bibliothek angeschafft und Rosa Luxemburg hat auch, als das finanziell möglich war, sofort ein Dienstmädchen eingestellt. Das war ja ganz wichtig, dass immer alles furchtbar sauber ist. Bekannter ist das zweite Bild von diesem Stuttgarter Kongress. Das haben Sie sicher schon mal gesehen. Das ist auf dem Stuttgarter Vasen, wo sie eben eine Rede hält. Und angeblich sitzt da auch hinten, aber das ist leider ein bisschen sehr dunkel, sitzt da auch irgendwo Clara Zetkin. Und was ganz interessant auch ist, man sieht hier die beiden Wurzeln der deutschen Sozialdemokratie. Links Ferdinand Lassalle für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und rechts Karl Marx für die Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die ja von Bebel und Liebknecht, also Liebknecht Senior, geführt worden ist. Auf diesem Kongress 1907 kam es auch das einzige Mal zu einer Zusammenarbeit von Luxemburg und Lenin, die dort gemeinsam die Resolution über Militarismus und internationale Konflikte vorgelegt haben, die dann in den verbleibenden 7 Jahren bis 1914 die Grundlage für den Kampf gegen die Kriegsgefahr gewesen ist. Der letzte große Krieg, habe ich es gerade schon erwähnt, lag damals ja noch gar nicht lange zurück. Der russisch-japanische Krieg, der im Februar 1904 begonnen hat und der für Russland einen sehr schwierigen Verlauf genommen hat. Die Russen haben zu ihrer großen Überraschung diesen Krieg verloren und das hat auch zu innenpolitischen Verwerfungen geführt. Man sieht hier den berühmten Petersburger Blutsonntag, also ein Geschehen, das ihm unmittelbar vorausgeht. So muss ich richtigerweise sagen. Im Januar, 17. Januar 1905, begannen in St. Petersburg große Aufstände, also das, um das auch kurz zu erwähnen, weil das ist die Hauptstadt, von etwa 100.000 Arbeitern, die sich am Anfang an diesem Aufstand beteiligt haben. Und St. Petersburg war auch die einzige Stadt, wo es schon nennenswert Industrie gab in der damaligen Zeit, Gutwilllaufwerke und anderes. Und sie haben aber noch beschlossen, eigentlich sie erstmal so sozusagen klassischen Untertanengestus an den Zaren, also ihren obersten Herrn zu wenden. Und der Herr, den Sie hier vorne sehen, das ist der Priester Georgi Gapon, der hier eine wichtige Rolle spielt, der so auch sich selber in so einer gewissen Vermittlerposition gesehen hat. Er hat schon versucht, auch für die Arbeiterschaft etwas zu erreichen, aber er hat auf der anderen Seite auch ganz gute Beziehungen zum Zarenhof gehabt und er hat sich dann bereit erklärt, dort also eine Bittschrift zu überbringen. Und als es soweit war, waren es immerhin schon 300.000 Streikende. Und die
hier durch diese Prozession, an der sich so 50 bis 100.000 Menschen wohl beteiligt haben, vertreten worden sind. Sie sehen hier auf der einen Seite ist hier auch eine rote Fahne, auf der anderen Seite sind dort auch Ikonen mitgetragen worden. Man hat sich auf den Winterpalast zubewegt, um diese Bittschrift zu überbringen, aber der Gouverneur hatte längst andere Entscheidungen getroffen, hat 9.000 Infanteristen und 3.000 Kavalleristen zusammengezogen und ohne jegliche Vorwarnung hat man also das Feuer eröffnet und es sind nach offiziellen Angaben etwa 130 Menschen umgekommen und einige hundert haben schwere Verletzungen erlitten. Die Zahlen waren in Wirklichkeit wahrscheinlich sogar noch höher. Und das hat also sehr große Erbitterung hervorgerufen, dieses Geschehen. Und die Leute haben gerufen, Mörder, Blutsauger, Henker, ihr flieht vor den Japanern, aber schießt auf eure eigenen Leute. Und der Zar musste dann gewisse Zugeständnisse machen. Es gab dann im Oktober dieses sogenannte Oktobermanifest, das hier gefeiert wird, also es wurde ein Zweikammernparlament geschaffen, es wurden bürgerliche Grundrechte garantiert, aber das waren eher marginale Zugeständnisse, muss man sagen, weil das Tagen dieser Kammern immer noch vom Zaren abhing und so. Dieses Bild ist von Ilja Repin, einem ukrainischen Maler, der als der bedeutendste Vertreter des russischen Realismus gilt. Damals in Korkala gelebt hat, was dann nach seinem Tod in Repino umbenannt wurde und heute zu Russland gehört. Damals war es ein finnischer Ort, aber im finnischen Winterkrieg haben ja die Russen den Finnen einen Teil ihres Territoriums abgenommen. Es hat sich aus diesen Ereignissen die erste der drei russischen Revolutionen entwickelt, die bis 1907 noch weiterging. Also die zweite Revolution war dann Februar 17 und die dritte im Oktober 17. Diese erste russische Revolution hat die Debatten in der deutschen Sozialdemokratie enorm befeuert, insbesondere die Massenstreikdebatte. Also bis dahin galt der Generalstreik oder der Massenstreik, über den auch die erste Internationale schon lebhaft debattiert hatte. Dort haben vor allem die Anarchisten diese Massenstreiks befürwortet, was aber auch auf lebhaften Widerspruch gestoßen ist. Also in Deutschland war man der Meinung, ja, das ist ein Kampfmittel nur für den äußersten Notfall, wenn etwa das allgemeine Wahlrecht, was ja für den Reichstag eingeführt worden war, wieder in Gefahr ist. Die Gewerkschaften waren sehr gegen den Massenstreik. Die haben damals 1905 auf ihrem Gewerkschaftstag also mit fast einstimmig den Massenstreik als verwerflich verworfen. Kurze Zeit später gab es dann den jährlichen SPD-Parteitag in Jena, wo die Partei eine Gegenposition eingenommen hat. Bebel selbst hat einen Antrag eingebracht, politische Massenstreik und die Sozialdemokratie, der auch sehr große Zustimmung gestoßen ist. Auch hier stand wieder das Wahlrecht im Mittelpunkt. Also man muss dazu sagen, dass das Verhältnis zwischen Gewerkschaftsbewegung und Partei damals nicht so ganz klar gewesen. Anders war es zum Beispiel in Großbritannien. Da waren die Gewerkschaften das Entscheidende und die Labour Party, die gab es zunächst mal überhaupt gar nicht. Und sie stand aber dann, als sie gegründet wurde, ganz unter der Oberhoheit der Gewerkschaften. In Deutschland war das eher eine gleichgewichtige Situation, die sich Rosa Luxemburg hat dann im November 1905 einen großen Vortrag in Hamburg gehalten, der dann zu einer Broschüre auch ausgearbeitet wurde, Massenstreikpartei und Gewerkschaften. Das ist also neben der Sozialreform oder Revolution eine zweite wichtige politisch-praktisch-theoretische Schrift. Ist dann im September 1906 erschienen und sollte auf dem Parteitag in Mannheim verteilt werden. Aber der Parteivorstand hat die Broschüren wieder einsammeln lassen, weil er mit dem Text nicht so ganz einverstanden war. Und es erschien dann später eine veränderte Fassung. Auf diesem Parteitag kam es dann also zu dem sogenannten Mannheimer Abkommen,
Man hat sich dann mit den Gewerkschaften geeinigt und hat gesagt, gut, also Streiks, die fallen in erster Linie in die Zuständigkeit der Gewerkschaften. Das heißt also, die Partei wird keinen Massenstreik propagieren, wenn die Gewerkschaften nicht damit einverstanden sind, was im Grunde genommen sozusagen die Idee mehr oder weniger wieder. Ja, heute würde man, glaube ich, in der Parteipolitik sagen, eine Beerdigung erster Klasse, nennt man sowas, glaube ich, wenn etwas beschlossen wird, wo dann alle schon wissen, dass es keine praktischen Folgen haben wird. Die Revolution hat auch natürlich auch in den polnischen Teilen des Zarenreiches sich sehr bemerkbar gemacht und Jogiches war schon eine ganze Weile auch in Krakau und Rosa Luxemburg wollte zuletzt auch unbedingt dabei sein, obwohl alle ihr abgeraten haben, gesagt, es ist zu gefährlich. Sie ist dann im Dezember 1905 ist sie nach Warschau gereist, hat ihre einzige Tarnung bestand daraus, dass eine Parteigenossin ihr ihren Pass überlassen hat, Anna Matschke. Und sie ist dann dort als Anna Matschke aufgetreten, aber das war natürlich keine wahnsinnig gute Tarnung, weil sie doch eine sehr charakteristische Physiognomie hatte. Und sie wurde dann auch im März 1900, was Sie hier noch sehen, im Übrigen da oben links, da steht dann auch herzliche Grüße von Anna. Nicht? Das ist also eine Postkarte, die sie an die Kautskis, mit denen sie ja sehr eng befreundet war, geschrieben hat, um also zu signalisieren, dass sie gut angekommen ist. Sie wurde dann eben, wie gesagt, im März 1906 verhaftet, gemeinsam mit Jogiches, also gegen alle Konspiration, haben die auch im selben Hotel gewohnt, wurden gemeinsam verhaftet. Das war natürlich sehr leichtsinnig, weil sie auf der einen Seite zusammen waren, auf der anderen Seite sprach dafür wiederum, wenn man im selben Hotel wohnt, dann kann man dort zusammenarbeiten, ohne dass man überhaupt auf die Straße gehen muss, wo man auch wiederum beobachtet werden kann. Sie landeten dann in der Zitadelle in Warschau, die nach der Niederschlagung des Novemberaufstands 1834 errichtet worden war, in ziemlich zentraler Stelle, wo also die russische Besatzungsmacht saß und sich gesagt hat, wenn die hier nochmal Unruhen gibt, dann sind wir gleich zur Stelle und können das sehr schnell, diese Unruhen niederschlagen. Rosa Luxemburg wurde bald auf Kaution freigelassen. August Bebel, der ja doch auch bei sachlichen Differenzen immer sehr auf sie hielt, hat also alles in Bewegung gesetzt, um die nötigen Geldmittel aufzutreiben, um sie da freizulassen, damit sie herauskommt aus dem Gefängnis. Und es gab auch ärztliche Gutachten, dass sie nicht haftfähig ist und dergleichen. Und dann hat er auch mit etwas Geldmittel haben dann auch nachgeholfen, dass der Gefängnisdirektor gesagt, gut, dann soll sie eine Kur machen. Das hat sie natürlich nicht getan, sondern sie ist dann über den Umweg, auch über Kuokala, wo sie auch Lenin getroffen hat damals, ist sie dann nach Berlin zurückgekehrt und dort fand sie also einen jungen Mann vor, das ist eine Zeichnung von Rosa Luxemburg und der sozusagen einen neuen Abschnitt in ihrem Leben eingeleitet hat, weil nachdem die Wohnung in der Kranachstraße, wo Jogiches und Luxemburg gemeinsam gewohnt haben, lange Zeit leer gestanden hatte, hat die Clara Zetkin sich gedacht, meine Freundin Rosa hat doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich da meinen Sohn einquartiere und die wird dann dafür sorgen, dass er endlich mal ordentlich studiert. Bebel und Kautsky waren also auch über diesen Plan informiert und als sie zurückkam, fand sie also diesen Untermieter vor, der dann sehr schnell auch ihr Liebhaber geworden ist und die 15 Jahre ältere Rosa Luxemburg sehr verehrt hat und ihr all das geboten hat, was also bei Jogiches nie zu bekommen war. Also Elżbieta Ettinger, eine polnische Biografin von Rosa Luxemburg, hat das so formuliert, Rosa gab sich dieser Liebe hin wie einer Erholungskur. Das heißt, das war also eben eine Liebesbeziehung, wo wirklich nur die Liebe eine Rolle gespielt hat, also und nicht die Politik oder berufliche Dinge. Sehr schwierig wurde es dann als Jogiches, es ist dann irgendwann auch gelungen, aus dieser Zitadelle zu entkommen und er tauchte dann in Berlin wieder auf. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, das ist im Buch alles geschildert. Da gab es also einen sehr heftigen Rosenkrieg. Gleichzeitig haben sie bis zuletzt politisch sehr eng zusammengearbeitet, aber privat sozusagen haben sie nicht mehr zusammengefunden. Es war auch in anderer Hinsicht begann ein neuer
Abschnitt, weil die Parteischule der SPD in dieser Zeit ihren Betrieb aufgenommen hat, 1906. Und Rosa Luxemburg, die vorher immer große finanzielle Probleme gehabt hat, hier zum ersten Mal, weil das war sehr, sehr ordentlich bezahlt, hatte sie keine Geldsorgen mehr. Man, sehen Sie hier links an der Wand, direkt rechts neben ihr steht August Bebel. Und Bebel war schon relativ klein, aber sie war eben doch noch ein ganzes Stückchen kleiner. Das ist eben so aus dieser Arbeiterbildungsidee hervorgegangen, diese Parteischule. Im ganzen Lehrkörper war Rosa Luxemburg die einzige Frau. Sie hatte aber gleichzeitig das größte Lehrdeputat, weil sie war für die Nationalökonomie zuständig. Und Nationalökonomie ist natürlich für eine marxistische Partei ein zentrales Thema. Und aus ihren Unterrichtskursen dort ist dann später auch eben diese Schrift, die Akkumulation des Kapitals, hervorgegangen. Ganz nebenbei erwähnt, Wilhelm Pieck stammte ja aus Bremen, er war einer der vielen Schüler und er ist dann anschließend in Berlin geblieben und war dann ein bezahlter Mitarbeiter auf dieser Parteischule, also in der Verwaltung. August Bebel war bis zu seinem Tod war sozusagen der berühmteste Arbeiterführer seiner Zeit, nicht? Der Arbeiterkaiser, wie er auch genannt wurde. Er war bis zu seinem Tod Parteivorsitzender und auch Mitglied des Deutschen Reichstags. Niemand wäre auch nur auf die Idee gekommen, es zu wagen, ihn irgendwie anzusprechen, ob er vielleicht da über eine Nachfolge dazu war. Sein Ruf sozusagen hat alles überstrahlt, obwohl er in den letzten Jahren, er war ja sehr herzkrank, sich nur noch ganz selten in Berlin aufgehalten hat. Er hat ja am Zürichsee gelebt und ist dort dann auch 1913 verstorben und ist auch in Zürich beerdigt. Durch seine überragende Autorität ist es Bebel bis zuletzt mehr oder weniger gut gelungen, die doch mit der Zeit mehr auseinanderstrebenden Flügel der Partei zusammenzuhalten. Der zweite Vorsitzende der SPD hatte ja immer eine Doppelspitze, war Paul Singer, der ein jüdischer Textilunternehmer. Bebel war ja auch Unternehmer, hatte nur eine kleine Firma mit 8 Angestellten. Paul Singer ist bereits 1911 gestorben und das neue Duo, das den beiden danach gefolgt ist, war Friedrich Ebert und Hugo Haase. Das war eine starke Veränderung für die Partei, weil Ebert stand einige auf dem rechten Flügel in der SPD. Und das hat schon die ganze Tektonik in dieser Partei dann dauerhaft verändert. Das machte sich ja dann später auch dann bald sehr bemerkbar. Das zentrale Thema der Agitation der ganzen letzten Jahre waren die Soldatenmisshandlungen. Etwas, was heute vollkommen vergessen ist, war eines der großen sozialen Themen im Kaiserreich. Und das war natürlich ein Teil auch dieses Kampfes gegen die Kriegsgefahr, um nur ein paar, also die Verhältnisse kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Die Willkür und Grausamkeit, die damals herrschte, ich gebe nur einige ganz wenige Zahlen, also zwischen 1870 und 1911 kam es im Heer im Deutschen Reich zu 6.676 Todesfällen infolge von Misshandlungen sowie zu mehr als 10.000 Selbstmorden und über 2.300 Selbstmordversuchen und die Zahl der sozusagen in Anführungszeichen gewöhnlichen Misshandlungen ging in die Hunderttausende mit sogar steigender Tendenz. Wobei auffällig ist, dass also die übergroße Mehrzahl dieser Misshandlungen im preußischen Heer erfolgt sind. Also hier war eben dieser Kadavergehorsam offensichtlich doch besonders ausgeprägt, während es in den Kontingenten der Bayern, der Sachsen und der Württemberger doch vergleichsweise sehr viel humaner Zugang. Rosa Luxemburg hat das immer wieder zum Thema ihrer Agitation gemacht in vielen Versammlungen und das hat ihr dann irgendwann eine Klage des preußischen Kriegsministers General von Falkenhayn eingetragen, der behauptet hat, sie hätte durch unwahre Tatsachenbehauptungen vorgesetzte Offiziere und Unteroffiziere des preußischen Heers verächtlich gemacht und in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt. Also
hat dagegen geklagt. Und dazu gibt es eine Karikatur aus dem sozialdemokratischen Zeitschrift, dem Baron Jakob, wo gezeigt wird, dass im Grunde genommen in diesem Prozess dann die Situation sich umgekehrt hat. Nicht die Angeklagte Rosa Luxemburg sitzt da oder steht hinter der Richterbank und der Kriegsminister sitzt auf der Anklagebank und die ganzen getöteten Soldaten sitzen hier als Zeugen auf der Anklagebank. Und das war tatsächlich eine enorme Mobilisierung der gesamten sozialdemokratischen Presse. Das waren ja doch immerhin einige hundert Zeitungen. Und als der Prozess dann im Juni 1914 eröffnet worden ist, hatte die Verteidigung Unterlagen, um 30.000 Fälle von Soldatenmisshandlungen zu dokumentieren, wobei man die Polizei sich durchaus Mühe gegeben hatte, die Leute davon abzuhalten. Die haben dann gesagt, naja, also wenn ihr da mitmacht, gefährdet ihr eure Pensionsansprüche. Also 30.000 Fälle sind dokumentiert worden, 920 Soldaten waren bereit, das Zeugen auszusagen und etwa 100 sind gleich zur ersten Verhandlung persönlich erschienen. Das war der größte publizistische Erfolg, den Luxemburg in ihren ganzen Jahren erzielt hat, zwischen ihrer Ankunft in Berlin und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und die Frankfurter Zeitung, das war ja eine recht liberale Zeitung damals in Frankfurt, hat geschrieben, wenn der Herr Kriegsminister den Bericht über die gestrige Verhandlung des Prozesses gegen Frau Rosa Luxemburg liest, so wird er selbst einsehen, dass er eine größere Ungeschicklichkeit als die Herbeiführung dieses Prozesses nicht wohl begehen konnte. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann ungeheuer bemüht, die Sache zu verschleppen. Und zwei Monate später war Deutschland ja dann schon auch im Krieg und der ganze Prozess wurde dann sang- und klanglos eingestellt. Am 1. August 1914 hat Wilhelm II. Russland den Krieg erklärt. Das konnte er nach der Verfassung. Das Problem war nur, also der Reichstag hatte ja nicht viele Rechte, aber ein wichtiges Recht hatte er, das war das Budgetrecht. Deswegen musste der Reichstag dann einberufen werden. Das war dann drei Tage später, am 4. August. Also da standen die deutschen Truppen schon im neutralen Belgien zu diesem Zeitpunkt. Aber es wäre eben sehr bald kein Geld mehr da gewesen. Und deswegen wurde der Reichstag dann einberufen, um also die um Kriegskredite zur Finanzierung dieses Krieges zu bewilligen. Und es gab dann eine Debatte in der sozialdemokratischen Fraktion. Und dort hat sich dann nach längerer Diskussion die Mehrheit dafür entschieden, dem zuzustimmen. Und der Fraktionsvorsitzende, Hugo Haase, war in der Minderheit, aber als Fraktionsvorsitzender musste er das dann anschließend vortragen. Das war ein sehr großer Einschnitt. Man muss, um ein zutreffendes Bild zu haben, schon dazu sagen, das war in den meisten Ländern so, auch in Großbritannien und auch in Frankreich und anderen Ländern sind die Sozialisten oder Sozialdemokraten, das war ja damals im Prinzip dasselbe, auf die Linie ihrer jeweiligen Regierungen eingeschwenkt. Und in allen Ländern war natürlich das Narrativ, ja, wir verteidigen uns. Das war in Deutschland natürlich nicht ganz so leicht, weil die haben ja eine Kriegserklärung abgegeben am 1. August. Die haben Russland den Krieg erklärt. Das ist im Übrigen ganz nebenbei gesagt der Grund dafür, dass Hitler im Zweiten Weltkrieg die Länder alle ohne Kriegserklärung überfallen hat, weil er gesagt hat, er will nicht hinterher dann wieder als derjenige dastehen, der den Krieg ausgelöst hat. Das war trotzdem ein großer Schock, insbesondere für Rosa Luxemburg. Sie hat das nicht für möglich gehalten, weil ich habe ja vorhin gesagt, sie hat sich eigentlich in Deutschland gar nicht so wohl gefühlt. Die Sozialdemokratie war eigentlich ihre Heimat und sie fühlte sich nun plötzlich völlig verlassen, heimatlos. Sie hat sogar ernsthaft darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen. Eine Waffe dafür war nicht zur Hand und es haben ihr natürlich auch ihre Genossen davon abgeraten und am Abend hatte dann auch der Kampfgeist schon wieder die Oberhand und in ihrer Wohnung in Berlin-Lichterfelde haben sich dann 7 Gegner dieser Entscheidung versammelt und das gilt so ein bisschen so symbolisch als die Geburtsstunde der KPD, weil diese 7 alle später dann in der KPD sich wieder zusammengefunden haben. Daraus ging
die Gruppe Internationale hervor. Zunächst einmal, das muss man sich ganz realistisch sagen, das war eine sehr kleine Gruppe. Die haben ja am Anfang dann noch Telegramme an alle ihre ganzen Gesinnungsgenossen im Reich verschickt, weil sie wollten eine Protesterklärung gegen diese Entscheidung der Fraktion zustande bringen. Und dann hat sich am Schluss herausgestellt, dass will niemand unterschreiben. Also das wollte sich niemand so weit exponieren. Die Gruppe ist dann auch bald, diese Zeitschrift, die Sie hier sehen, die Internationale, ist auch nur einmal erschienen. Aus der Gruppe Internationale entstand dann später die Spartakus-Gruppe und die Spartakus-Hefte, die sind ja dann mehrfach herausgekommen. Aber die Gruppe ist zum Teil durch Verhaftungen geschwächt worden oder man hat auch Leute, von denen man wusste, die sind politisch aktiv, die hat man dann einfach zum Wehrdienst eingezogen. Wer sich lange dem Verhaftung entziehen konnte, war Jogiches, aber eben schon sehr geschickt. Also man, bis zum Schluss wussten die bei der Polizei nicht so genau, wie der Mann eigentlich aussieht. Rosa Luxemburg kam zunächst in Haft, weil sie hatte bei einem Prozess in Frankfurt, den hatte sie verloren, weil sie hatte bei einer der vielen Veranstaltungen, Antikriegsveranstaltungen, gesagt, ja, wenn es soweit kommt, dass wir auf unsere französischen Brüder schießen sollen, dann sagen wir schießen nicht. Und dann, das hat man ihr also als Landesverrat ausgelegt und sie wurde zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, die jetzt dann zur Verbüßung eben angesetzt worden ist. Und sie saß dann ein Jahr in der Barnimstraße in diesem Gefängnis, was heute nicht mehr existiert, in Berlin. Danach lag nichts mehr gegen sie vor, aber man hat furchtbare Angst vor ihrer Agitation gehabt und hat gedacht, wenn die frei herumläuft, dann macht sie die ganzen Arbeiter wild und die wollen dann nicht mehr an die Front. Und deswegen hat man sie zu militärischer Sicherungshaft verurteilt. Das ist also, da sagt man, du hast zwar nichts verbrochen, aber wir müssen dich aus dem Verkehr ziehen. Und die Sicherungshaft ist etwas komfortabler, also man ist da unter etwas angenehmeren Umständen inhaftiert, aber trotzdem natürlich von jeder öffentlichen Wirksamkeit ausgeschlossen. Für Frauen gab es nur ganz wenige Orte, wo eine solche Sicherungshaft vollzogen werden konnte. Sie war dann erstmal eine ganze Weile in Bronke. Das war vorhin in diesem hellblauen Gebiet in der Provinz Posen, ist heute eine polnische Stadt. Und dieses Gefängnis ist auch heute noch übrigens das größte polnische Gefängnis. Also Aktivisten der Solidarność-Bewegung unter Lech Wałęsa saßen auch dort ein, dann in sehr viel späteren Jahren. Es standen ihr dort zwei Räume zur Verfügung. Das ist der Schlafraum gewesen. Daneben gab es noch einen zweiten Raum, wo sie sich tagsüber aufhalten konnte, wo man ja auch eine Bibliothek eingerichtet hatte und sie hatte auch einen Garten. Manche von Ihnen kennen vielleicht dieses sehr schöne Herbarium. Sie hat ja ursprünglich auch Botanik studiert und hat sich immer sehr für Pflanzen interessiert und hat dann dort eben einiges auch anpflanzen können. Sie konnte auch Zeitungen abonnieren, also das war alles möglich. Und ihr Bruder hat sich dann sehr gekümmert, weil sie hatte ja einen sehr schwachen Magen, immer, dass dann eine örtliche Gaststätte immer ein ordentliches Essen ins Gefängnis liefert, was sie auch vertragen hat. Und von dort hat sie dann eben auch diese Briefe an Sonja Liebknecht geschrieben, ihr Mut zuzusprechen, weil Liebknecht saß ja auch den größten Teil des Krieges im Gefängnis. Das ist 1920, glaube ich, zum ersten Mal erschienen und war auch sozusagen ein großer Bestseller damals schon. In der SPD wuchs der Widerstand von Kriegsanleihe zu Kriegsanleihe, wuchs die Zahl der Nein-Stimmen und irgendwann war es soweit, dass die dagegen waren, gesagt haben, wir spielen nicht mehr mit. Es haben dann 18 Abgeordnete die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft gegründet und Ebert hat dann den Ausschluss dieser Gegner des Kriegskurses betrieben und hat dann durchgesetzt, dass sie erst aus der Fraktion ausgeschlossen worden sind und hat später dann auch gesagt, wer in der SPD diesen Kurs nicht mittragen soll, der soll sie halt in Gottes Namen verlassen. Das kam dann auch zur Parteispaltung. Im April 1917 hat sich dann die USPD gegründet, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei.
Und die Gruppe Internationale war also eine ganz winzige, kleine Gruppe, die Teil dieser USPD gewesen ist. Durch diese Politik Eberts, die hat dazu geführt, also in Leipzig zum Beispiel waren, glaube ich, 90% der Sozialdemokraten sind dann ausgetreten, war die USPD sozusagen von dem Tag ihrer Gründung an eine Massenpartei. Gegründet worden ist sie in Gotha, wo ja auch heute diesen Saal, der ist ja historischer Saal, den kann man heute noch besichtigen, wo ja immer wieder mal sozialdemokratische Parteien gegründet worden sind, zum letzten Mal 1989 in der damals in der Auflösung befindlichen DDR. Kurz vor diesem April 1917, im März bereits, war Zar Nikolaus II. Durch die Duma abgesetzt worden. Das war also die zweite russische Revolution, da wurde die Regierung Kerensky dann eingesetzt, und Lenin, der ja im Exil saß, hat natürlich dann alles daran gesetzt, irgendwie nach Russland zu kommen, und er ist dann im April 1917 auf dem finnischen Bahnhof in St. Petersburg angekommen. Das ist ein Bild eines Malers Sokolov. Ich muss gestehen, ich habe nicht ganz genau herausgefunden, welcher, aber es gibt mehrere Sokolovs. Was ganz interessant ist an diesem Bild, dass der Mann eben gesagt hat, es könnte sich doch günstig auf meine Lebenserwartung auswirken, wenn ich hinter Lenin noch einen anderen Herrn mit ins Bild setze, der selbstverständlich nicht in diesem Zug mitgefahren ist, weil er nicht in der Schweiz im Exil gewesen ist. Der Mann mit dem Schnurrbart und der Schiebermütze. Rosa Luxemburg saß in dieser Zeit in militärischer Sicherungshaft. Sie ist dann im August 17 von Wronke nach Breslau verlegt worden, weil also diese Zelle in Wronke für irgendeine andere Dame gebraucht worden ist. Da war sie erst sehr unglücklich darüber. Aber auch dort hat man dann sich Mühe gegeben, das für sie halbwegs einzurichten. Man hat sogar eine Wand durchgebrochen, um zwei Zimmer miteinander zu verbinden. Sie hat also durch ihre Intellektualität und ihre doch sehr liebenswürdigen Umgangsformen sich immer, also in beiden Gefängnissen eigentlich die Sympathie der Direktion erworben und zum Teil sogar auch des Wachpersonals. Es gibt ja dann berühmte Geschichten, dass sie also, sie hat ja auch immer wieder Dinge nach draußen geschmuggelt, dann hat Sophie Liebknecht sie besucht, und beide hatten also identisch aussehende Handtaschen, dann wurden die unauffällig getauscht, und dann hinterher der Wachhabende gesagt, na, ich habe das schon mitgekriegt, aber ich bin doch so beeindruckt von Ihnen, dass ich das mal durchgehen lassen will. Und sie hat ja dann eben auch noch veröffentlicht, diese Manuskripte mussten ja irgendwie nach draußen geschafft werden, und das Entscheidende war ihr Manuskript über die russische Revolution, was sie dort verfasst hat, in der eben auch der berühmte Satz über die Freiheit der Andersdenkenden vorkommt. Das hat also eine sehr komplizierte Überlieferungs- und Editionsgeschichte. Da gibt es einen eigenen Exkurs drüber in meinem Buch, wenn Sie das im Detail verfolgen wollen. Dieses Manuskript beinhaltet eine sehr scharfe Kritik an der Art und Weise der von Lenin dann durchgeführte Oktoberrevolution. Und weil Rosa Luxemburg ja auch sehr populär war, wurde dieser Text eben immer unterdrückt. Also eine russische Übersetzung konnte erst nach dem Ende der Sowjetunion publiziert werden, im Jahr 1990. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als es ja zwei deutsche Staaten gab, gab es dann in den 60er Jahren eine sehr ordentlich gemachte, dreibändige Luxemburg-Ausgabe, in der dieser Text auch enthalten war, während in der DDR gab es ja 20 Jahre lang keine Zeile von ihr zu lesen, bis 1971, war ihr 100. Geburtstag, und da hat man gedacht, naja, das geht jetzt noch nicht so weiter, jetzt müssen wir mal eine ordentliche Luxemburg-Ausgabe anfangen, die ja dann auch zustande gekommen ist über viele Jahre hinweg, und in der dann auch dieser Text enthalten ist. Und man hat damals versucht, ihn etwas einzuhegen durch sehr lange Einführungen und so weiter, aber immerhin, man hat ihn publiziert, weil auch Hager, der Chefideologe, gesagt hat, ja, also im Westen ist der Text sowieso da, und das ist so peinlich, wenn wir jetzt so tun, als ob der nicht existiert. Das war ja mit den Marx- und Frühschriften genauso gewesen. Die durften ja auch in der DDR nicht erschienen, aber in der Bundesrepublik konnte man sie kaufen. Die russische Revolution war
die Kunde dieser Revolution hat sich natürlich durch ganz Europa verbreitet, war eine Projektionsfläche für je nach eigener Sicht der Dinge, von Hoffnungen und Befürchtungen. Ein sehr interessantes Dokument ist dieses hier vom Oberkommando in den Marken. Das war eine Kommandobehörde, die nach der 1848er Revolution geschaffen worden war. Die zu normalen Zeiten bestand sie nur aus der Kopfbehörde, aber die konnte sich eben in unruhigen Zeiten, konnte die ihrem Kommando eben militärische Einheiten unterstellen. Und was ich sehr interessant finde, dass hier eben am 7. November, also bevor die Revolution überhaupt angefangen hat in Berlin, wurde hier schon erklärt, in gewissen Kreisen besteht die Absicht unter Missachtung gesetzlicher Bestimmungen, Arbeiter- und Soldatenräte nach russischem Muster zu bilden. Derartige Einrichtungen stehen mit der bestehenden Staatsordnung im Widerspruch und gefährden die öffentliche Sicherheit. Und das heißt also, etwas, was noch gar nicht existiert hat, wird hier schon mal vorsorglich verboten. Also das heißt, da waren doch manche Leute sehr besorgt, was da noch alles auf sie zukommen könnte. Ich gehe hier jetzt auf die Novemberrevolution nicht weiter ein. Zeit ist ohnehin schon fortgeschritten und die Daten kennen Sie alle. Nicht? Das beginnt am 3. November in Kiel und am 7. November muss dann auch der bayerische König zurücktreten und der Freistaat Bayern wird ausgerufen. Am 8. November dann auch, ist es dann auch in Berlin soweit. Und wir haben hier die rote Fahne, die erste Ausgabe der roten Fahne vom 9. November, da wird das so rot noch klein geschrieben und darunter lesen Sie ehemaliger Berliner Lokalanzeiger. Da hat man einfach die Redaktionsränge besetzt und die Redakteure des Lokalanzeigers da rausgeschmissen. Das ging aber nur 2 Tage lang, dann haben sich die beschwert. Aber Ebert, dem Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten, der hat dann da irgendwelche Militärs vorbeigeschickt, die gesagt haben, nee, so geht das nicht, ihr müsst die da wieder weiterarbeiten lassen. Dann gab es eine Unterbrechung und die nächste rote Fahne erschien dann erst am 18. November, ja genau. Und hier sehen Sie jetzt schon Zentralorgan des Spartakusbundes und drunter steht auch schon Schriftleitung Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Also am 9. November war sie noch nicht dabei, da saß sie noch in Breslau im Gefängnis. Und hier in der roten Fahne ist dann am 14. Dezember auch das Programm des Spartakusbundes erschienen. Und aus denen ich nur 2 zentrale Sätze muss zum Schluss kommen. Wir sind jetzt nicht zu lange hier beschallen. 2 zentrale Sätze zitieren will. Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors. Sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft. Also das ist sehr direkt gegen das Leninsche Dekret vom Roten Terror gerichtet. Und das heißt dann auch anschließend, in einem anderen Kernsatz, der Spartakusbund wird nie anders die Regierungsgewalt übernehmen, als durch die klaren, unzweideutigen Willen der großen Mehrheit der proletarischen Masse in Deutschland, nie anders als Kraft ihrer bewussten Zustimmung zu Absichten, Zielen und Kampfmethoden des Spartakusbundes. Also das ist auch sozusagen gegen die lenische Idee der Kaderpartei, die eben sozusagen als Avantgarde dem Proletariat voranmarschiert. Das ist dann auch publiziert worden. Dann wurde ja zum Jahreswechsel die KPD gegründet, 31. Dezember 18, 1. Januar 19, wo sie auch noch eine Rede gehalten hat zum Programm. Das war also der letzte Auftritt ihres Lebens. Und es folgen dann wenig später eben die Ereignisse des Januaraufstands. In der DDR hieß da immer der Spartakusaufstand, aber in der Geschichtswissenschaft sprechen wir vom Januaraufstand, weil die Spartakusgruppe eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Der Auslöser war die Ablösung des Polizeipräsidenten Eichhorn von der USPD. Dann hat sich ein Revolutionsausschuss gebildet aus 60 revolutionären Obleuten und einigen wenigen auch KPD-Mitglieder. Die haben dann den Rat der Volksbeauftragten für abgesetzt erklärt und es kam dann eben zu den bekannten Auseinandersetzungen. Formal
wäre eigentlich General von Lüttwitz als Oberbefehlshaber der Reichswehr in Berlin zuständig gewesen, aber man hat gesagt, ein General, das würde doch die Arbeiterschaft sehr provozieren, und das hat sich dann eben aus dem Rat der Volksbeauftragten Gustav Noske zur Verfügung gestellt, der mit dem berühmten Satz, den Sie sicher alle schon mal gehört haben, dass er bereit ist, sozusagen einer muss den Bluthund machen. Und eine sehr wichtige Rolle hat hier dieses Garde-Kavallerie-Schützendivision unter dem Oberbefehl von Waldemar Pabst gespielt. Und am Schluss heißt es ja, die Berliner können sich darauf verlassen, dass die Ordnung wiederhergestellt und wie diese Ordnung ausstehen sollte, das kann man ganz gut hier sehen. Tötet Liebknecht, und dahinter stand natürlich auch die Idee, Rosa Luxemburg zu töten. Und am 12. Januar wurde dieser Aufstand bereits wieder niedergeschlagen, und alle haben gesagt, er schwebt in höchster Gefahr, aber Rosa Luxemburg wollte auf keinen Fall die Stadt verlassen. Und es war ihr klar, dass sie sehr wahrscheinlich umkommen wird. Und am 15. Januar wurden ja die beiden dann auch verhaftet und ermordet. Hier sieht man die Angehörigen des Kavallerie-Schützendivision, die diese ihre Mordaktion hier feiern. Und am 25. Januar 1919 wurden dann die Opfer dieser Januarkämpfe beigesetzt in Friedrichsfelde außerhalb von Berlin, im BZ Lichtenberg. Da ist heute dieser sogenannte Friedhof der Sozialisten. Für Rosa Luxemburg hat man einen leeren Sarg beigesetzt, weil ihr Leichnam erst Ende Mai gefunden worden ist. Und sie wurde dann am 13. Juni in einer großen Beerdigung nochmal gesondert beigesetzt. Da haben also viele Zehntausende Menschen teilgenommen. Es gab über 800 Abordnungen mit Grenzen, auch große Teilnehmer aus dem Inland und Ausland. Und genau 7 Jahre später, am 13. Juni 1926, wurde dann das fast fertige Denkmal von Ludwig Mies van der Rohe enthüllt. Der Herr, den Sie da links sehen, das Wilhelm Pieck, der hat da eine Rede gehalten. Dieses Denkmal wurde dann 1935 von den Nationalsozialisten zerstört, weil, obwohl die Gestapo da immer herumgewimmelt ist, es trotzdem immer wieder Leute gab, die da hingegangen sind, Blumen niedergelegt, und sie wollten dann also einfach da Schluss machen, haben das Denkmal zerstört und auch die Leichen exhumiert. Die Leichenname sind nicht überliefert worden, einzige Ausnahme von dem von Franz Nehring. So, jetzt habe ich meine Zeit ohnehin schon überzogen, jetzt bin ich aber auch fertig und bin endlich still und ja, jetzt sind Sie dran. Herr Professor Pieper, vielen Dank. Sie haben jetzt uns wirklich mit vielen Details versorgt und natürlich auch einen guten Überblick gegeben. Ich glaube auch, das war der Grund, warum wir jetzt relativ wenig Fragen haben, aber es hat natürlich auch alle Aufmerksamkeit gefordert. Ja, ich würde gleich mit den Fragen beginnen. Und die erste Meldung, die ich hatte, hat eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, gegen wen oder was würde Rosa Luxemburg zu den heutigen Gegebenheiten aufbegehren? Was denken Sie, wo sie sich aktuell positionieren würde? Das ist so der eine Aspekt, und ich schiebe gleich die zweite Frage nach. Könnte man die Intention von Rosa auch als generelle Ablehnung der auf indoktrinierten, allgemeingültigen, auch als Anti-Mainstream betitelten, vorherrschenden, nominell guten Meinung einhegen? Also vielleicht machen wir mal eben diesen Teil und dann haben wir noch eine weitere Frage. Die zweite Frage habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich meine nicht akustisch, sondern inhaltlich. Die Frage, ich würde sie so verstehen, kann man die Position von Rosa Luxemburg sozusagen auf den Anti-Mainstream, den nominell heute einhegen? So würde ich mal das mal kurz fassen. Ja, also da muss ich gestehen, mit dem Begriff Mainstream kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Okay. Der ist heutzutage sehr, sehr en vogue. Ich würde es ein bisschen anders sagen. Also zunächst mal ist natürlich die große Frage, wie hätte sie sich weiterentwickelt?
Dafür gibt es aus meiner Sicht gewisse Anhaltspunkte. Es ist auf jeden Fall klar, sie war in entscheidenden Fragen, hatte sie andere Positionen, sehr andere Positionen als Lenin, was dazu geführt hat, als dann die Kommunistische Internationale in Moskau gegründet wurde, womit sie ja schon mal gar nicht einverstanden war. Nicht? Und sie hat, das wusste Lenin auch, und er hat gesagt, mein Gott, diese störrische Person ist ja immer mit allem nicht einverstanden, aber sie ist so populär, wir brauchen sie unbedingt. Und dann gründen wir halt in Gottes Namen die Kommunistische Internationale woanders. Und er hat dann einen Emissär nach Berlin geschickt und der kam aber erst wenige Tage nach ihrem Tod in Berlin an. Und dieses Thema hatte sich sozusagen durch ihre Ermordung erledigt. Es war aber so, dass die KPD ganz auf ihre Position eingeschworen war und Hoge Eberlein, der Delegierte, ist dann mit einem imperativen Mandat nach Moskau gefahren und er war verpflichtet, dagegen zu stimmen, gegen die Gründung der Kommunistischen Internationale. Und das war natürlich aus der Sicht der Russen überhaupt nicht lustig, weil abgesehen jetzt von der Partei, von der russischen Partei, der Kommunistischen Partei Russlands, war die KPD, so klein sie auch war, immer noch die ansehnlichste Partei, die es überhaupt gab außerhalb Russlands. Die anderen Parteien waren zum Teil nur durch irgendwelche Kriegsgefangenen vertreten, nicht? Wenn da eben ein tschechischer Kriegsgefangener war, da hat man gesagt, so, du vertrittst jetzt hier irgendwie die Kommunisten aus der Tschechei. Dann haben sie den Eberlein so zugesetzt, dass er sich am Schluss dann enthalten hat. Und das hat sich ja dann in der KPD auch nicht mehr unter lebender Beteiligung von Luxemburg sehr schnell auseinanderentwickelt. Es hat sich eben dann eine Linie durchgesetzt, eben sozusagen der russischen Linie zu folgen. Und es hat sich dann, das beschreibe ich auch ziemlich ausführlich, im Grunde genommen sozusagen eine Spaltung ihrer Person ergeben. Also die Märtyrerin wurde sehr verehrt, war eine Ikone. Aber mit ihren Theorien und ihrem Lehrgebäude wollte man im Grunde genommen nichts zu tun haben. Also Ernst Thälmann, der KPD-Vorsitzende, hat eine ganze Schrift über die Verderblichkeit des Luxemburgismus verfasst. Gleichzeitig wurde die Parteischule aber nach ihr benannt. Und das hat sich in der DDR wiederholt. Also wenn Sie das Buch von Fred Oelsner lesen, nicht? Das ist ja, die ganze erste Hälfte ist sozusagen über das verfehlte System des Luxemburgismus und der zweite Teil ist dann ein Abriss, ein ziemlich einseitiger Abriss ihrer Lebensgeschichte, wo man ihr dann auch im Grunde noch in die Schuhe schiebt, dass eigentlich die Revolution an ihr gescheitert ist. Und die Anhänger von Rosa Luxemburg wurden also der KPD alle ausgeschlossen. Nicht? Also auch Levi, der dann kurzzeitig selbst KPD-Vorsitzender war, und von denen sind viele zur SPD zurückgekehrt. Von Willy Brandt gibt es einen das ist der prominenteste Sozialdemokrat, der was Positives dann später über sie geschrieben hat. Für die meisten ist sie bis heute irgendwie eine Unperson. Willy Brandt hat gesagt, zur SPD wäre sie wohl nicht zurückgekehrt, aber sozusagen in der KPD hätte sie es auch nicht lange ausgehalten. Das halte ich für eine sehr plausible, also denkbare Einschätzung. Mit Luxemburg beschäftigen sich ja vor allem heute sozusagen und unter dem Rubrum sozusagen des Linkssozialismus, nicht? Da ist sie so die prominenteste Vertreterin und sehr wichtig ist auch aus meiner Sicht, dass sie im Grunde genommen, also ein anderer großer prinzipieller Gegenspieler von Lenin, Stalin, später war ja Trotzki, der hat ja ein richtiges konkurrierendes ideologisches System, den Trotzkismus geschaffen, nicht? Der Luxemburgismus, das ist ein Begriff, den ihre Gegner, nicht? Auch Stalin hat ja für sie sozusagen ein Verdammungsurteil besprochen, nicht? Ich habe ja geschrieben, er hat sie sozusagen ein zweites Mal ermordet eigentlich. Ist also ein Luxemburgismus im Sinne eines eigenen theologisch geschlossenen Weltbilds gibt es nicht. Das ist ein Kampfbegriff von bestimmten Leuten. Also ganz simpel gesagt, ich denke, sie wäre mit Sicherheit irgendwo im linken politischen Spektrum aktiv
blieben, wenn sie die Chance dazu gehabt hätte. Wo sie sich dann genau eingeordnet hätte, das wissen wir nicht. Da gab es ja ständige KPD, da gab es ja ständig Spaltungen, dann gab es ja auch die USPD noch, dann sind die zum Teil zur SPD zurückgekehrt, zum Teil zur KPD gegangen, andere sind selbstständig geblieben und so weiter. Was sehr typisch ist für ihre Position, meines Erachtens, es gab ja eine wirklich sehr bedeutende Mitte der 60er Jahre, eine sehr bedeutende Luxemburg-Biografie von Peter Nettel. Das war ein junger britischer Sozialwissenschaftler, der auf einem sehr schmalen Basis ein wirklich ausgezeichnetes Buch geschrieben hat, wie ich finde. Und was sehr typisch ist, dieses Buch ist in viele Sprachen übersetzt worden. Es gab auch in der DDR ganz negative Rezensionen über dieses Buch, aber erscheinen durfte es nicht. Also man konnte sozusagen die Verrisse lesen in den Zeitschriften, aber man konnte das Buch durfte man nicht lesen. Und in dieser Zeit ist sie eigentlich wiederentdeckt worden und sie war eine große Ikone der 68er-Bewegung. Würde ich sagen. Also die 68er-Bewegung hat sie eigentlich breit wiederentdeckt. Das können Sie auch sehen. Es gab auch in Frankreich und in Italien, das waren ja die Länder, wo der sogenannte Eurokommunismus besonders virulent war. Auch dort ist Rosa Luxemburg wiederentdeckt worden. Denken Sie etwa an Lelio Basso in Italien. Und also sie war eine, insofern würde ich sagen, also Anti-Mainstream, also damit tue ich mich schwer mit diesen modischen Begrifflichkeiten. Also sie war eine Ikone der Anti-Autoritären, das auf jeden Fall. Und es gab ja dann auch in der Studentenbewegung, gab es in Köln, dann plötzlich wurden die Gebäude angepinselt, gab es eine Rosa-Luxemburg-Universität und ich glaube an der FU in Berlin gab es ein Rosa-Luxemburg-Seminar und so weiter. Nicht? Also für alle diese war sie ein großes Vorbild. Und was eigentlich auch sehr modern ist, sie war ihre Internationalismus, gibt einen ganz interessanten späten Aufsatz klein von Annelisa Laschica, wo sie meinte, wo sie sogar einen Bogen gezogen hat bis zu dem europäischen Einigungswerk, was auch vielleicht als Fortsetzung dieses Internationalismus gibt. Ja, also das wäre so aus meiner Sicht vielleicht eine kurze kleine Antwort. Ja, das ist eine kurze Antwort. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch aus dem Facebook noch eine Frage, die vielleicht noch etwas spezieller ist. Und zwar, mich würde speziell zu dem Buch Die Akkumulation des Kapitals interessieren, ob Sie noch ausführen könnten, wie Rosa Luxemburg sich auf Imperialismustheorien von Hobson und insbesondere Hilferding bezogen hat und ob es besonders mit Hilferding auch direkte kontroverse Auseinandersetzungen gab. Also letzteres nein, also ist mir nichts bekannt. Also dazu kann man einiges in meinem Buch lesen, da würde ich jetzt nicht so viel dazu sagen wollen. Also zu ihrer großen Enttäuschung ist dieses Buch ja sehr negativ aufgenommen worden. So negativ, dass sie noch ein zweites dickes Buch geschrieben hat, Antwort an ihre Kritiker. Sie ist da sozusagen nicht auf wirklich viel positive Resonanz gestoßen. Das Buch ist sicherlich geprägt durch den Kolonialismus. Also das ist ja sozusagen in dieser Hochzeit des Imperialismus geschrieben worden, nicht? Als die europäischen Großmächte eben sich Kolonien erworben haben und dadurch hat sie eben auch ihre Idee gehabt, dass der Kapitalismus, wenn er überleben will, sich immer mehr ausdehnen muss. Da gibt es eine gewisse Debatte dazu, da bin ich jetzt nicht so zu Hause, ich bin kein Ökonom, dass sie damals eben noch nicht so im Blick gehabt hat, dass es durchaus auch so etwas wie eine innere Landnahme geben kann, dass man eben auch auch in den hochindustrialisierten Ländern zu einer gesteigerten Wertschöpfung kommen kann und nicht unbedingt immer sich mehr Kolonien untertan machen kann. Aber mit Hilferding bin ich mir ziemlich, da gab es keinen Austausch. Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage. Und zwar, wenn man die Briefe aus dem Gefängnis liest, dann vermutet man dahinter eigentlich keine Revolutionärin, die als Rednerin auch gefürchtet war. Also sie beschäftigt sich ja mit Themen, zum Beispiel mit Tieren und auch mit Pflanzen und sehr persönlich. Das sind ja sehr persönliche Briefe.
Und wenn ich mir dann, was Sie dargestellt haben, dass Sie jetzt so als Schüler, als sehr junger Mensch schon politisch aktiv war und überall aktiv war, dann sind das ja für mich zwei Personen, die ich nicht unbedingt miteinander verbinde. Ja, da gibt es aber ein sehr klares Verbindungsglied, glaube ich. Also zum einen muss man sagen, dass Sie überhaupt eigentlich nur, ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Also es gibt ja ein sehr großes Briefwerk. Glücklicherweise ist ja der allergrößte Teil dieser Briefe erhalten, außer den Briefen an Yogisches. Da gibt es keinen einzigen, weil der hat die immer sofort vernichtet. Das gehört zu ihm zur Konspiration. Falls die Polizei mal kommt, darf sie nichts finden. Aber die Brief, was sie Yogisches geschrieben hat, können wir trotzdem sehr gut rekonstruieren, weil sie in ihren eigenen Briefen da immer... jetzt habe ich was Falsches gesagt. An Yogisches gibt es unendlich viele Briefe. Es gibt keine Gegenbriefe. Aber genau, sie war angehalten, seine Briefe zu vernichten. So, genau. Das Briefwerk ist insgesamt, gehört zu den bedeutendsten Briefwerken überhaupt dieser Epoche. Das ist auch von höchster literarischer Qualität. Also diese Briefe zu lesen, war ein großes Vergnügen. Sie kommt eben im Gefängnis überhaupt, jetzt kommt sie überhaupt mal zur Besinnung. Sonst war sie rastlos politisch tätig, musste ständig Artikel schreiben und alles. Und sie war ja auch zwischendurch immer wieder verzweifelt, gesagt, eigentlich, es gibt ja diesen schönen Satz, eigentlich bin ich zum Gänsehüten geboren. Nicht? Und sie fand auch die Parteitage oft ganz furchtbar und sie wäre eigentlich viel lieber da in Lichterfelde durch die Wiesen gestreift, hätte Blumen gesammelt und dergleichen. Und das Gemeinsame ist, glaube ich, diese unbedingte Zuwendung zum Humanum und das fängt eben auch schon an, nicht? Wenn sie da am Schreibtisch sitzt und schreibt und dann fällt eine Fliege in den Kaffee, dann gibt sich ungeheuer Mühe, diese Fliege wieder zu trocknen, um sozusagen ihr das Leben zu retten. Und sie ist allem und eben auch jeder menschlichen Kreatur, die eben unter schlechten Bedingungen lebt, nicht? Das ist das, was sie antreibt. Sie ist eben keine Dogmatikerin, die irgendwelche großen, sondern sie ist eben sehr geht immer vom Praktischen aus. Deswegen ist ja auch, das ist ja ein Begriff, den ihre Gegner geprägt haben, die sogenannte Spontanitätstheorie, nicht? Weil sie eben gesagt hat, nicht? Es geht nicht darum, eine Revolution dogmatisch zu antizipieren, sondern das ist ein Lernprozess auch für das Proletariat, eine solche. Also, und es gibt auch dieses wunderbare Zitat, ich glaube, es steht auf meinem Buch hinten drauf, genau. Ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt. Da haben Sie also auch das schon sozusagen die Natur und die Tiere und die Menschen in einem Satz vereint. Und sie hat eben immer sehr emotional, sehr stark auf alle Unrechtsverhältnisse und dazu gehörte natürlich auch politische Verhältnisse, wo einige eben sehr reich sind und viele furchtbar arm. Das sind die Dinge, die sie wirklich umgetrieben und angetrieben haben. Und da hat sie eben auch kleinste Dinge beachtet. Und es gibt ja auch diese, die habe ich ganz bewusst in meinem Buch nicht zitiert, weil sie ein bisschen totgeritten ist. In dem Film, glaube ich, kommt es vor, nicht? Wie sie dann aus dem Gefängnis eben da beobachtet, wie einer da so auf so einen Ochsen einschlägt, weil er den Karren nicht mehr ziehen kann. Das sind so Dinge, die sie bewegt haben. Und das ist, glaube ich, das, was diese beiden in so gegensätzlich erscheinenden Persönlichkeiten miteinander verbindet. Und um das noch abzuschließen, sie hat eben im Gefängnis die Muße gehabt, sich diesen Gedanken hinzugeben. Also die wenigen Informationen, die wir überhaupt haben über ihre Kindheit, stammen alle aus Gefängnisbriefen, weil sie sich da eben zurückerinnert an die Zeit bei ihren Eltern in Warschau und sind sehr, sehr, wo sie ganz genau beobachtet den alten Mann, der da den Hof fegt und dann anschließend mit Bedacht immer auf die Zeitung guckt, obwohl er gar nicht lesen kann. Das sind alles sozusagen der konkrete Mensch hat sie immer beschäftigt. Also Heinrich, für mich ist die Frage, ob wir jetzt noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum und zwar durch Öffnen der Mikrofone zulassen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der, das könnte man ja durch den Chat mitteilen, der noch eine direkte Frage stellen will, dem es jetzt
bis dato nicht gelungen ist, eine Frage aufzuschreiben. Also ich hätte noch einen längeren Kommentar noch im, ja, dann, im Chat. Mhm. Guck den mal. Und, ja. Kann man jetzt noch mal überlegen, ob jemand eine Frage hat. Ich lese den immer vor. Ne? Eine Frage zu Luxemburgs Konzeption der Revolution. Mhm. Mir scheint, es ist eine große theoretische Herausforderung zu sein, auf die Notwendigkeit der Revolution zu bestehen und gleichzeitig im Gegenzug zu Lenin und der Bolschewiki Gewalt und Terror als Mittel der revolutionären Umwälzung abzulehnen. Der Satz, man sei gegen die Institution, nicht gegen die Menschen, mag zwar schön klingen, aber wie er praktisch eingelöst werden kann, scheint mir etwas problematisch zu sein, weil eben die Menschen hinter den Institutionen stehen. Daher die Frage, ob man in Luxemburg politisch-philosophischen Schriften die Versuche finden kann, diese Spannung systematisch zu lösen und, wenn schon, welche Form des revolutionären Kampfes außer dem Massenstreik hier für Rosa Luxemburg in Frage kam. Das war jetzt eine relativ lange aber eine sehr wichtige Frage, also ja. die einen zentralen Punkt berührt, absolut. Es gibt ja, wie gesagt, dieses berühmte Zitat über die Freiheit der Andersdenken, wo sie eben sagt, nicht, also eine Freiheit nur für die Anhänger einer Partei und so weiter ist keine Freiheit. Und Sie werden, das haben Sie im Zweifelsfall auch schon 100-mal gehört, ja, das gilt ja aber nur für die Mitglieder der Sozialistischen Partei. Das ist ja überhaupt, hat ja mit Freiheit, Wahrheit gar nichts zu tun. Ich habe mich damit in meinem Buch sehr intensiv und ausführlich auseinandergesetzt. Es ist nicht ganz eindeutig zu beantworten und ich würde auch mal sagen, Rosa Luxemburg hat da auch ein bisschen sozusagen eine Suchbewegung an dieser Stelle. Also grundsätzlich mal ist es natürlich so, dass auch, erinnern Sie sich an die bürgerliche Revolution, etwa Frankreich, da hat man ja dann auch ganz ohne Gewalt, geht das nicht immer ab, das ist schon richtig. Man hat sich ja auch dann mit dem König nicht an einen runden Tisch gesetzt und mit ihm diskutiert, dass es doch ohne Monarchie alles viel schicker wäre, sondern er wurde enthauptet. Also, und es gab ja, Marx hat das ja sehr noch intensiv miterlebt, hat auch seine Schriften zum Teil noch mal etwas überarbeitet. Nicht? Diese Pariser Kommune ist ja mit einer unglaublichen Brutalität niedergeschlagen worden. Und da hat Marx gesagt, ja, also wir werden ohne sozusagen, dass wir auch unsere Herrschaft, wenn wir sie errungen haben, als Proletariat verteidigen, das wird nicht sozusagen nur durch Podiumsdiskussionen zu machen sein. Und ich kann Ihnen ein Zitat hier von Luxemburg vorlesen. Sie hat ja dann eben diesen Begriff und der Diktatur des Proletariats geprägt, oder das war für sie ein Synonym der sozialistischen Demokratie. Und da sagte sie eben, wenn das Proletariat an die Macht kommt, jetzt zitiere ich, soll und muss eben sofort sozialistische Maßnahmen energischster, unnachgiebigster, rücksichtslosester Weise in Angriff nehmen, also Diktatur ausüben, aber Diktatur der Klasse, nicht einer Partei oder einer Clique. Diktatur der Klasse, das heißt in breitester Öffentlichkeit, unter tätigster, ungehemmter Teilnahme der Volksmassen, in unbeschränkter Demokratie. Zitat Ende. Das ist eben die große Frage, was das dann in der Praxis zu bedeuten hat. Also sie wollte eben nicht nur, wie gesagt, dass eben bürgerliche Grundrechte und diese ganzen Dinge. Und deswegen war sie auch so, das ist ja sehr widersprüchlich. Sie hat ja scharf kritisiert, dass in der Oktoberrevolution, das war ja im Grunde eine Art Militärputsch, die Konstituante auseinandergedagt worden ist. Die Bolschewiki waren eben mit dem Wahlergebnis unzufrieden. Und gleichzeitig hat sie sich vehement gegen die Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung in Weimar gewehrt, was ja auch eigentlich erstmal sehr, sehr widersprüchlich ist, weil sie eben die große Befürchtung hat, dass sozusagen auch in Weimar das dann auf einer bürgerlichen Demokratie stecken bleibt.
Und deswegen hat sie eben dann zum Teil sehr radikale Positionen vertreten. Und auch aus meiner Sicht würde ich sagen, hat sie dann schon ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe ja zitiert vorhin, dass also nur, wenn breite Volksmassen das tragen, das gerechtfertigt ist. In Berlin kann man das vielleicht so wahrgenommen haben, aber das Deutsche Reich bestand ja nicht nur aus Berlin. Und in den ganzen anderen Städten waren die Arbeit- und Soldatenräte fast durchweg von der Mehrheitssozialdemokratie dominiert, die so eine Revolution gar nicht haben wollten. Also wie das dann praktisch umzusetzen ist, ich verstehe es so, dass man sagt, wenn das Proletariat an der Macht ist, dann muss es, und so hat das ja auch Marx gemeint dann, muss es Mittel und Wege finden, diese Macht zu erhalten in einer Übergangsphase. Und das kann möglicherweise dann eben auch für bestimmte Leute mit vorübergehenden Einschränkungen ihrer Möglichkeiten zu tun haben. Das war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg so, nicht? Als das NS-Regime überwunden war, gab es natürlich sehr viele Nationalsozialisten, die dann ihre bürgerlichen Ehrenrechte verloren haben und eben dann nicht zur Wahl gehen durften. Aber grundsätzlich ist sie eben jedem gegen Bürokratismus und sagt, wir brauchen eben die Produktivität der freien Debatte und all diese ganzen Dinge. Aber dass man grundsätzlich andere Klassenverhältnisse, wie gesagt, nur auf dem Diskussionswege herstellen kann, diese Überzeugung hat sie nicht angehangen. Natürlich ist da immer die große Gefahr der Entartung inhärent, nicht? Das ist ganz klar. Und sie hat eben auch nicht die Chance gehabt, dass irgendwo mal, also sozusagen 4 Tage, bevor sie zum ersten Mal zur Wahl hätte gehen können, ne, sie hat ja ihr Leben lang für die SPD gekämpft, dann durfte sie nie wählen, 4 Tage, bevor sie zum ersten Mal zur Wahl hätte gehen können, ist sie ermordet worden. Also es war ihr versagt, eben wirklich in der praktischen Politik ihre Ideen zur Bewährung zu bringen. Also das muss bis zum gewissen Grad offen bleiben, aber Ich halte nichts, wie gesagt, von diesem Argument, dass das ja in Wirklichkeit gar keine Freiheit ist. Und auf der anderen Seite eben ist es ja auch klar, dass sie gegen diesen Dogmatismus, ich finde gerade auch, was sie dort im russischen diesem Manuskript schreibt, ist zum Teil wirklich eine frappierend genaue Beschreibung der Verhältnisse, wie sie in der DDR geherrscht haben. Und das ist, Rosa Luxemburg ist wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, wo mal Leute verhaftet worden sind, weil sie auf dem Weg zu ihrem Grab auf einem Transparent einen Satz aus einem ihrer Schriften hatten, nicht? 1988. Ja, also in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich dieses Thema.